So, guten Abend. Ihr seht noch kein Bildschirm. Jetzt seht ihr Bildschirm. Und jetzt kann ich auch aufs Spiel starten drücken. Ja, willkommen zurück zu einer. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Was hat die jetzt gesagt? Du hast gerade aufgehört zu reden und dann. Lassen Sie das Geschäft. Oh Gott. Okay, dann begrüße ich halt meine Zuschauer nicht. Ja, ich sag da nur zu. Oh. Lass nur mal die das Spiel für sich sprechen. Alter. Gott, ich glaube, ich habe das Spiel leiser gestellt. Oder? Das kann ich ja nicht sagen. Musst du dir auch eigentlich für dich be Ah, Sebastian, ich hab. Hä, warum müssen wir alle jetzt. Wird immer zweimal geladen. Oh. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Werde ich jetzt bestraft? Welch erfreuliche Ach Gott, das ist schrecklich. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Das ist halt, das weißt du, das ist Es irgendwie ist ein ein geiles Feature, Schmieder, der heißt aber in unseren Händen. Sichere Gewässer. Alles Fleisch. Es ist wie Gras. Ich brauche nur Was? einen guten Morgen. Wo sind nur meine Karten abgeblieben? Eine Gedankenpause? Bringen Sie mich sicher heim. Sie erschaffen ein Monster. Nein. Auf Kurs. Nein. Demeter wird diese Saat hier nicht aufgehen lassen. Das Schiff ist leidlich bestückt. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und Ach. nichts vermissen. Nein. Gasheizanlagen sind effizienter. Fördern Sie Gas in der Arktis? Okay. Ich bin es, der gescheitert ist. Oh, jetzt kann sie nicht mehr reden. Ja, Spam-Shots hoffentlich. So. Der Pirat will schon wieder 70.000 von mir. Er fängt doch gut. 70.000. Ja. Eine gerechte Kohle hast Strafe. du. Ach, gebe ich ihm einfach. Fertig. Hab sowieso genug Geld. Ich brauche noch Kanonen. Und dann wollten wir uns ja in der neuen Welt ausbreiten, wenn ich das so im Kopf hatte. Weißt Potenziell wolltet ihr das ja. du? Irgendwo brauche ich Holz. Habe das Gefühl, dass irgendwie. Rudi, wie läuft's eigentlich in deiner Stadt? Och, alles wie immer. Revolution. Überhaupt noch überlebensfähig? Sobald in der neuen Welt halt nichts und ja. Ja gut, Sebastian auch nicht. Was, die wollen 8 Tonnen Bananen? Ich hab was in der neuen Welt. Oh, okay, ja. Hättest ja auch lügen können. Weißt, ich glaube, Rudi ist der Einzige, wo ab und zu mal in den Stream reinguckt. Ja. Ja. Ich finde es schön, wie dieses Ja jetzt so. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich die Wahrheit sagen? Ja, ihr seid doch ja. So. Wo ist mein Aufgabenbuch? Schon fertig. Du hast dein Wort wieder gehalten, Hefe. Okay, das war's einfach nur strange. Ich wollte Baumwolle produzieren, kann das sein? Could be. Wieso tut der das die ganze Zeit? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Weißt, die Piratin tut mit einem Linienschiff, tut mit einem Kanonenboot ein Linienschiff angreifen. Einsatzbereit. Ich würde mal sagen, intelligent.
Gott, diese blöden Seuchen. Und ich habe keine Kleidung mehr und keinen Schnaps plötzlich. Ja, und kein Brot, was zu angegriffen. Ich werde im Hafen von einem NPC angegriffen. Ja, falls es da unten ist, dann ist es best von mir. Nein, ich habe einen. Was soll denn der Quatsch? Und vor allen Dingen, warum tut der NPC nicht die Piratin angreifen? Nein. Nein. Wieso steht ein Linienschiff von Rudi bei mir vor Taporbach? Was? Wieso steht ein Linienschiff von dir vor meiner Insel? Krieg. Weil ich dir vielleicht den Krieg erklären will? Quatsch. Keine Ahnung, was du da machst. Schiff unter Beschuss. Doch hast du das überrascht. Das Schiff unter Beschuss kommt. Ach so, stimmt, ja, da war eine Mission, die ich erledigen musste. Stimmt's. Danke, dass du sagst, Sebastian. Bitte gern geschehen. Ich helfe doch immer wieder gerne. Das freut mich sehr, dass wir so kooperativ spielen und ohne Hass und so. Bitte gern geschehen. Irgendwas leckt. Leck des Todes? Ja. Ja, shit. So. Dinosaurier! Du Dinosaurier! Was ist denn jetzt los, ey? Warum verreckt ihr alles? Tja, ich fürchte, das liegt gerade an meinem Internet. So viel zum Thema geiles Internet. Ich frage mich gerade ernsthaft, was ich eigentlich machen wollte. Ich brauche keinen Plan mehr. Ich habe null Plan, was ich machen wollte. Ja, dauert ein bisschen, bis man wieder hier... Die alte Welt. Ich wollte garantiert irgendwas hier machen. Vielleicht gucken, ob du noch genug von allem hast. Na... Ja, stimmt, vielleicht, ja. Du glaubst doch nicht, dass ich sowas Intelligentes bevor hatte. Schlau gesagt. Das war eine schöne Umschreibung dafür, dass ich mich für dumm halte, ne? Siehste? Warum? Ja. Punkt. Immer weniger Bauern. Ups. Ja, irgendwie schon. Ich habe immer noch eine Seuche in meiner Stadt. Ein blödes Haus. Und der blöde Arzt fährt einfach nicht hin. Corona und so, weißt du? Ja, muss erst der Bluttest abgewartet werden. Nein, ich glaub's nicht. Der Hafen wird angegriffen. Ja, schön. Ein besonderer Besucher erwartet uns im Hafen und möchte Bürger ihrer Stadt werden. Ach stimmt, es gibt ja noch den Besucherhafen. Oh, ich krieg eine Bootsfrau. Du, ich glaube, ich spring jetzt zum 10. Mal hin und her zwischen der alten und der neuen Welt und weiß immer noch nicht, was ich tun wollte. Ich muss noch ein Krankenhaus bauen, ey. Ja. Kann es sein, dass ich diese Pelzmäntel machen wollte? Oder wollten die Pelzmäntel dich machen? Jetzt fragst du aber Dinge. Frag nur Dinge, die sich jeder gefragt hätte an meiner Stelle. Der Michi hat sich getraut, sich Dinge zu fragen, ja? Ja. Michi stellt mal Fragen. Michi stellt so viele Fragen. Michi kriegt aufs Maul. Muss mal loswerden,
Nein. Ich glaube, wir müssen da mal gewisse Institutionen da mal informieren. So. Nein. Kommunistische Partei. Ja, die auch. Die auch. So. Ja, vielleicht tun wir zwischendurch mal was verkaufen. Jo, meine Expeditionsstufe 2 war erfolgreich. Oh, nice. Ist doch gut. Ich habe epische Gegenstände bekommen. Ist doch gut. Also hier fürs Museum. Ah, cool. Ich muss auch mal gucken, was ich gerade... Ah, ich habe auch einen von der archäologischen Ding zurückgekriegt. Ein Hafen wird angegriffen. Ungewöhnlich selten. Ey, ja. Wie kann ich sehen, wie man neues Schiff zur neuen Welt fährt? Also man muss was, also Güter transportieren. Ja, du gehst auf unten links auf die Weltkarte, dann klickst du auf Weltkarte und dann siehst du dein Schiff da. Ah, ja, okay. Und wenn beim Handel wird nicht angezeigt, wie lange die brauchen, aber wenn du jetzt einfach so rüberfährst, dann steht immer eine Minutenangabe dabei. Gut, dann haben wir hier. Was wollen denn schon die Obreros, glaube ich, als erstes? Die wollen als zusätzliches Ding Mais. Scheiße, ich habe keinen Mais. Scheiße. Ich habe was verkackt. So. So schnell geht's, ja. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht noch eine Insel wegnehmen, weil ich glaube, ansonsten hat Tobi ein Gott, Problem. Gott, alle meine Schiffe kommen gleichzeitig an. Spielstand gespeichert. Was kostet denn Mais? Offensichtlich so viel, dass es mir nicht angezeigt wird. Die Bewegung merkt die dich. Neue Helden. Verrat es keinem. So. Da haben wir Mais und Kaffee. Mais und Perlen. Hab ich hier Perlen? Oh Mann, ich brauche nur Mais. Ich guck mal, ob ich eine kleine Insel finde, wo Mais drauf Mais, Baby, ist. Mais. Bitte sag mir, was ich nicht weiß. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also ich fahr mal ein bisschen in der neuen Welt rum und guck mal, ob ich irgendwo eine kleine Insel finde mit Mais. Ja, dann geh doch weg, ja. Lass es alleine, ja. Kriegt das Museumsgebäude auch noch zusätzliche Gebäude? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja! Was haben wir denn sonst noch so? Gott, das reagiert gar nicht mehr. Also eine Uni brauche ich dann irgendwann demnächst noch. Und es ist wieder ein Schiff zurückgekehrt. Ja, ich ist ja. Scheiße. Boah, aktuell bräuchte ich mehr Kanonen. Jetzt soll ich jetzt mehr Handwerker aufsteigen lassen, andererseits. Ach, du hast einfach nichts geladen, das ist ja auch schön. Oh, das dauert. Es ist so schön. Ich brauche eine neue Fregatte. Nur eine neue Fregatte. Ja, eine neue Fregatte. Nur eine neue Fregatte. Hey. Ein königlicher Handel. Wobbigmann kann ich rumkaufen, bei welcher Faxe. Bei welcher Firma nicht. Und damit ist der Stream. Und damit ist die Monetarisierung flöten. Upsala. Vergiss es jedes Mal, Mann.
Soll ich jetzt jedes Mal dann den entsprechenden Wert, wo das Video gebracht hätte, einklagen bei dir? Lieber nicht. Ich glaube, der Wert wäre so. Ich glaube, Sebastian hätte dir noch was zahlen müssen. Psst. Wo gibt's rum? Ich habe sogar eine richtig schöne Stelle für mein Museum. Oh. Eine Hauptinsel. Auf der Insel ist aber schon jemand. Ich brauche unbedingt deine Meinung. Ein Moment, ich guck gleich, ich muss hier nur gerade was anderes noch machen. Lass ich sie trotzdem aufsteigen, obwohl ich weiß, dass ich keine Dings habe, keine Mais. Er hat keine Mais. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ich habe keine Mäuse. Was ist mein Museum wirklich so schlimm? Nein, ich weiß, ich will eine Expedition losschicken, gib dem Schiff halt die Sachen, die es haben soll. Dann gucke ich drauf, das Schiff will losfahren, hat aber nichts an Bord davon. Obwohl ich es eingetragen habe. Ja, der fährt doch immer erst an dein Konto und sammelt es ein und dann fährt er weiter. Ah, okay. Oh. Eine Expedition. Doc Diaz! Gibt's leider nicht. Hat die Schau. Das ist jetzt schlecht. Jedes Mal. Bin rausgeflogen, ja? Ja. Haben wir gemerkt. Speicher kurz ab und lass ihn mal neu aufmachen. Ist ja kein Problem, weil der Spieler wird ja nicht gelöscht. Eventuell bin ich schon raus. Ja, aber hast du gespeichert? Ich habe nicht vorher gespeichert. Ja gut, wenn du speichern und beenden, ist es ja immer. Oder bist du einfach auf Titelbildschirm zurück? Ich bin auf Beenden, da kam Twice ist disconnected, ich habe auf Beenden geklickt, instinktiv. Okay, bei mir ist mehr Spielermodus ausgegraut, alright, dann starte ich nochmal Uplay neu. Sieht schlecht aus. Was? Entweder hostet einer von euch, oder sind es alle schon raus? Ich bin auch schon raus. Ja, dann ist das, was wir die letzte Zeit gemacht haben, jetzt für die Katz. So, wieso speicherst du denn nicht? Hm? Kann er nicht gespeichert haben schon? Also zumindest bei mir steht noch die 17. Also die Spielerstufe, das? Nein, also die Spielstand 17. Steht noch da. Guck mal nach. Oh Mann, mein Museum sah so schön aus. Jetzt kannst du es noch schöner bauen. Das hat instinktiv auf Beenden geklickt. Du Dinosaurier! Jetzt eigentlich auf Fortsetzen klicken und dann speichern und beenden. Ja. Genau, Michi. Hätte aber auch jemand anderes von euch machen können. Ich habe auch nicht dran gedacht. Ich hab's aber auch nicht gemacht. Na also. Das Schiff ist leidlich bestückt. Ich hoffe nur, dass meine Expedition trotzdem gespeichert wurde, weil das war eine schwere Expedition. Und ich hatte noch 20% Moral und die letzte Mission konnte ich perfekt lösen, weil ich genau das Item hatte, was ich brauchte. Das gibt's ja zum Teil, wenn du genau das perfekte Item hast, dann wird da gar nicht groß rumhantiert, sondern heißt einfach hier, bitteschön, erledigt. Ja. Da hatte ich halt so einen Spezialisten dabei und der hat mir das Problem quasi gelöst. Schön. Und ich hoffe, jetzt bin ich wieder online. Ich habe hier einen Spielstand, soll ich den mal öffnen? Welcher ist denn das? Einfach keine Ahnung, wo sieht man was? Da steht eine Nummer dran. 19, fortgeschritten. 19 ist besser wie 17. Ja, dann. Ja, aber war das nicht die Spielerstufe, die man in der Runde hat? Oder die Anzahl der Speicher? Letzte. Ich habe gerade mal gedacht, das wäre die Anzahl der Spieler. Okay, dann machen wir das einfach mal. Warte mal kurz. Ich gehe jetzt einmal nochmal zurück. Also ich mache jetzt ganz kurz nochmal die Lobby zu, Entschuldigung. Ich finde es sehr blöd, dass da keine Informationen sonst dabei stehen. Also mit Uhrzeit. Und du kannst ja auf Spielstände drücken. Und um 19 erster Sekt. Jawohl, nee, ist da. Autosave 38. Wie ist es? 1.6.2020, 19.08 Uhr.
Und wo hast du das jetzt, wo hast du die ganzen Infos jetzt her? Du drückst unten auf Spielstände. Ah, I see. Und da habe ich es hier in der Cloud gespeichert. 1.6.2020, 19.08 Uhr. Autosave 38.A7S. Bei mir war es 19, also passt. Gut, Guy Arno hat uns wieder gerettet. Ja, wenn auch. Wenn ich es noch dieses Mal nicht ganz nachvollziehen kann. Beim anderen zeigt er wenigstens immerhin an, ja, wir speichern kurz. Los, drückt bereit. Guck mal, wie meine. Ja. Guck mal, wie die sich aufbaut, wenn ich auf bereit drücke. Ah, ja. Die lehnt sich zurück. Michael! Okay. Bereit machen, Blite. Alter, hast du den Go-Button gespammt, oder? Nö. Ich hab einfach war so nicht mal eine Millisekunde ein Häkchen. Zick. Ja. Ja, bei mir war das schon garantiert eine halbe Sekunde oder eine Sekunde da. Ist die Synchro. Wie kann es sein, dass Michael euch beide überholt hat? Lied. Und das Flugzeug startet wieder. Mein Gott, Rudi. Was soll ich machen? Ich hör's nicht. Reden. Dich mit uns unterhalten. Mein Teamspeak diese Automatik ausstellen. Worüber soll ich denn reden, ne? Du kannst, wenn du nicht reden willst, dann stell wenigstens in Teamspeak die automatische Sprachregelung aus. Müssen wir machen, ja. Am besten, wenn wir im Spiel sind, kurz raustappen und bei TS einfach auf Einstellung gehen. Ja. In die Gott sei Dank. Es ist Automatic Gain Control oder so ähnlich, wie das heißt. Ah, ja, es ist genau dann gewesen. Good guy, Arno. Ja, ich würde es abgeben. Bitte ja. Was? Nachschub von La Corona. Ja. Ja, es gibt tatsächlich Insel, die standardmäßig so heißt. Aber ich meine, Anno 1800 fand ich auch geil. Also habe ich neulich wieder im Singleplayer gespielt. Und ich glaube, ich habe es ein Dings auch. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber so. Dass dann auf einmal, wenn du dann eine Weile Aufgaben ablehnst, kommt von der. Aus der neuen Welt, von der. Wie heißt die? Isabelle da. Kommt jemand, du hast doch nicht etwa Corona, oder? Geil. Das ist halt geil. Ich mag es jetzt mal endlich mal im Museum angucken. Ach so, ja, sorry, wo bist du? Warte mal, kannst du kurz, das schaue ich mit an. Links. Du bist. Das ist auf einer Insel gelegen. Meine Rumbrennerei ist in die Luft geflogen. Oh, ja, Klassiker, dass die in die Luft fliegt. Ah, Museum auf der Museumsinsel. Cool, gell? Hat was. Meins ist leider mitten in der Stadt. Die anderen Dekofelder kann ich nicht bauen, weil mir da irgendwas fehlt. Ich glaube, Zement oder so. Nee, irgendwas fehlt mir ja, da als Baumaterial. Ja, eine Ressource braucht man da. Nein, ich glaub's nicht. Komm schon, es wird da wohl irgendeine Insel mit Mais geben. Oh fuck, ich muss das an den Clipper liefern und nicht an. Auch. Okay, scheiße. Kann man irgendwie Kanonenproduktion anregen? Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Meine Frau meinte, ich könnte Sie ja mal fragen. Nur ein wenig Beachtung mehr. Los, ich bin eine neue Fregatte. Und das Museum bringt mir jetzt, also bisher mit den Artefakten drin habe, 140 Attraktivität. Bei mir 120. Ich habe das mit dem ganzen Attraktivitätszeugs noch nicht so ganz. Also klar, ich kann es verstehen, mehr Besuchern als drum dran, aber ich finde irgendwie, es gibt mir nicht genügend Geld. Hey, Sebastian, es geht nicht nur ums Geld. Ja, aber aktuell geht es mir noch ums Überleben, danach geht es mir ums Ästhetik. Ästhetik. Rudi!
Ach Gott, ich verstehe. Das ist kein Flugzeug mehr, das ist ein Raketenstart. Siehst du, Elon Musk ist bei mir zu Hause. Cool. Dann hol mal als Interviewpartner. Und diese scheiß Piraten, ey. Boah, Mann. Ich muss jetzt mal meine Inseln in der neuen Welt umändern in. Irgendwie haben sie die Piraten einfach in dem Game viel stärker gemacht wie in dem anderen. Ja, finde ich aber auch gut so. Ey, wie viele KIs gibt es eigentlich in der neuen Welt? Zwei. Eine freundliche und eine, die dich hasst. Also der Pirat und die, die wurde ihr Schiff am Anfang. Ja. Und das war's. Das war's. Jo. Ja, eine Insel mit Mais, die nicht so riesig. Moment mal, du hast Mais? Wie kannst du schon Mais haben? Jawohl, das ist eine echt eine coole Insel. Ist jetzt nicht riesig, fehlt aber halt Zuckerrohr. Da, jetzt wird hier mal der Konsum angekurbelt. Wer kann es schon sagen? Deine Mutter. Sag mal. Hä? Ja, seine Mutter kann es sagen, weil sie die Chefredakteurin von dem Verlag ist. Ja, okay. Oder können das Frauen nicht sein, Sebastian? Was? Jetzt hast ich du nur, was dann habe ich wahrscheinlich jetzt gerade nur die Hälfte mitbekommen. Was hast du nochmal gesagt? Ich habe nur deine Mutter gehört, den Rest habe ich gar nicht verstanden. Oder eben. Mehr kam da auch gar nicht. Und dann kamen so empörte Geräusche von euch, obwohl das ja gar nichts Empörendes war. Ich bin grundsätzlich immer empört über Dinge, die du sagst. Oh. Rio de Juanita. Blech. Oh, hier noch Kassenhäuser in. Oder Toiletten, so, kann beides sein. Nehmen wir die Insel einfach mal Atoll. Okay. Was? Was? Was, was? Was, was? Was, was? Ein kleines Oh, nö. Oh, doch. So, wie spielt man dieses Spiel nochmal? Da fragst du die Falschen. Also, ich hab dir vertraut, dass du das weißt. Hm. Wolltest du mich so belügen? Wie konntest du? Der zu teuer, teuer. Ja, auch hier braucht man rum. Die Bananen kann man ganz selber herstellen. Oh, es gibt freies Gehege und es gibt kein freies Gehege. Ja, okay. Ich brauche Holz. Fischöl. Die Gehege sind sogar richtig schön unterschiedlich. Ja. Echt? Was? Gehege sind so unterschiedlich. Ja. Also am Anfang ist da immer so ein Schandfleck und sobald das Tier reinsetzt. Ja, echt cool gemacht.
So, dann gucke ich mal, woran die Menschen jetzt wieder leiden. Malaria, Cholera, Krebs. Na gut, Krebs ist ja nicht so schlimm in den Zeiten. Wahrscheinlich alles wichtig. Ja. Malaria-Krebs. Malaria-Krebs, Alter. Das ist die weitere Entwicklung. Ja, von Pikachu. Von Pikachu. Von Pikachu. Ah, brich auf, mein Schiff, in neue Gezeiten. Besser. Cool, dass keiner denn. Oh, die wollen alle aufsteigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Jetzt erstmal. Ich bin so hängen geblieben. Ja, du hörst hier niemanden widersprechen, oder? Ja. Was hast du denn getan? Ich habe Materialien mitgenommen. Jetzt darf ich gerade nochmal zurückfahren. Oh, die wollen Ihre Familie ist Gefahr und investieren Sie jetzt. Investieren Sie jetzt, oder Ihre ganze Familie stirbt. Durch uns. Sie haben an Einfluss gewonnen. La. Da farmen. Was machst du da? Und jetzt mit dem solchen Musikausbricht. Bam. Hab ich bis jetzt noch nicht gehört. Sehr froh. Das klang aber das wie so eine versteckte Drohung. Ja. Das war eine offene Drohung. Sie war nicht versteckt. Boah, die brauchen ernsthaft Ziegel. Aber die Inseln in der neuen Welt sind echt eklig vom Platz her. Na, Grütze halt. Aber bei denen brauchst du auch nicht viel Platz. Ja, wenn du jetzt noch die Maisfelder da irgendwo hinsetzen musst. Du siehst den Scheiß auch nicht mal. Ja. Weil die ganzen Bäume im Weg stehen. Ja. Sehen zwar cool aus, aber... Handelsroute. Gesundheit. Vielleicht nehmen wir nicht 50 Tonnen mit, sondern nur 15 Tonnen. Oh, das ist echt schwer, hier nicht den Überblick zu verlieren. Oh, so schlimm ist nicht. Wo kann man eigentlich sehen, wo man Anteile von der Insel hat? Oben, beim oben Stadtnamen. Oben immer den Namen und rechts ist so ein Kreis. Rechts in den Stadtnamen, so ein Kreis. Ah, ich seh's. Ja, Sebastian meinte ja unbedingt. Ja. Ah, okay, wenn du die Insel ein Ding kaufst, machst du sogar Schulden. Ja gut, kannst behalten. Sebastian, du zahlst für mich mit. Ja gut, wenn Sepp zum Beispiel jetzt einen Anteil von deiner Insel kauft, dann kriegst du ja das Geld, was er bezahlt hat, oder? Ja. Und, aber er kriegt dafür einen Anteil von deinem Gewinn. Naja, aber da stand Anteil, Schulden. Achso. Also ich mach gar keinen Gewinn mit der Insel. Aber danke, Sebastian, dass du... Oh, noch eine Geleitschutzaufgabe. So langsam muss ich sagen, wenn du erstmal die Kohle hast... West ist eigentlich ziemlich. Rudi! Ja! Okay. Ja, Sepp, du hast echt zu viel Geld, oder? Wieso? Wenn ich Anteile kaufst. Ernsthaft? Von wem hat er jetzt Anteile gekauft? Von mir.
Naja, ich hoffe, er hat genügend Linienschiffe, weil irgendwann könnte das eskalieren. Ja, Sebastian. Schade, ich mache Schulden. Ist doch gut, ich unterstütze jetzt dich. Jetzt bist du auf der Liste. Bauen wir noch ein paar Linienschiffe mehr. Bauen wir noch ein paar Linienschiffe mehr. Naja, es ist... Ich finde es nicht in Ordnung, dass du mir meine... Ich habe nicht vor, dir deine Insel wegzunehmen. Keine Sorge. Ja, ja. Sag die alle. Gern Michi. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, tut mir leid, ich war gerade abwesend. Siehst du, Michi. Das war jetzt eine Drogen, Michi. Okay. Alte Welt. Alte Welt, Panzer bauen. Neue Welt, Atombomben bauen. Los! Ja, Atombomben kann ich in der neuen Welt noch nicht bauen. Leider. Ey Leute, ihr seid echt bei mir in der neuen Welt haben sie jetzt ernsthaft eine Brücke gezogen über nichts. Warte, das muss ich mir angucken. Was? Eine Brücke gezogen über nichts? Was? Na, guck mal, da hätten sie gar keine Brücke ziehen müssen, sie ziehen trotzdem eine Brücke. Achso. Ja. Was soll man dazu sagen, außer... Krebs. Ich brauche Überblick. Neue Befehle, Admiral. Spielstand gespeichert. Schala. Hey, Schala. Wirst du die Kraft, die deiner Seele war. Die Augen, denn der Michi wird gleich dezimiert. Was? Du greifst mich an? Nein. Nein, aber der Julius hat richtig Bock. Er will einen Wirtschaftskrieg. Julius? Ah, ich komm gar nicht mit. Hey, Sepp, oder? Scheiße. Ich weiß gar nicht, wann ich mich jetzt Julius hat genommen. Ich meine, Sebastian natürlich. Aber Julius hat so einen Eindruck bei ihm hinterlassen. Er denkt immer noch an ihn. Genau. Bam, 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 bam. Von mir kannst du auch von mir in Angst und Strecken leben, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ja. Er will Schrecken mit Angst bekämpfen. Wir haben bezahlt, also schauen wir uns auch das Drama an. Dankeschön, dass du meinst zu, so beleidigst. Meine Einwohner in der neuen Welt haben mir einfach ein Geschenk auf die Straße gestellt. Ja, ich hatte es auch mal. Die haben mir Kartoffeln geschenkt da. Gibt schlimmere Probleme, Tobi. Kannst du bitte nächstes Mal noch weiter weg vom Mikro gehen? Wer, ich oder Michi oder wer jetzt? Michi. Ich bin genau gleich vor dem Mikro. Der nuschelt halt immer in sein Fäustchen rein. Ja, das stimmt allerdings. Ganz, ganz schlimmer. Ich bin halt schüchtern. Ja. Oh, ich überlege mal, in wie vielen Videos du auf dem Kanal mittlerweile drauf mit drinne bist. Meinst du? Ich meine jetzt Michi. Ja, Michi ist der Stammgast, VIP. Okay. Weiß er davon aber noch nichts. Und er kriegt auch nichts. Das war jetzt nicht schön. Ja. Das hat meine ein gewisser anderer Herr müsste ich eigentlich noch ein Mitarbeitergespräch führen, weil er macht ja nichts. Ah! Macht nichts. Ja, W-Punkt. Was? Ach ja, ich mach ganz viel. Ja. Wo sind die Videos? Aha. Ja, komm. Zu viel zu tun. Aha. Endlich an Land. Ja, meine Stadt ist halt schon cool, dass du alles erkunden willst. Warum wird hier geschossen? Der alten Welt, oder? So. Ja. Oh mein Gott. Ich habe gerade einfach 40% Moral verloren. Ah, das hatte ich auch mal. Das ist so. Ja, so eine Quest und ich hatte nichts dabei, womit ich da rauskam und dann musste ich quasi blind durchdrücken, also hoffen, dass ich es alles schaffe, aber... Das endet meistens scheiße. Weil er hat mir quasi, man kann es auch so sagen, ich habe eine Sache ausprobiert und dann hat er mir nochmal einen Versuch gegeben und das habe ich nochmal verhauen und das waren dann 40%. Mein Beiler.
Alter, ich kann meine Bauer nicht aufsteigen lassen, weil ich keine Kleidung für die habe. So schlecht steht's im Start. Wenn dir mal die Ressourcen ausgehen bei was, dann dauert es ewig. 2 Tage. War echt. Ja. 40 Tage und 40 Nächte. Oh je. Yeah. Wie ging da nochmal irgendwie das Märchen drumherum? Was meinst du jetzt? 40 Tage und 40 Nächte. Ja, ich kenne nur die andere Version. Ach so, ich glaube, ich weiß, was ich meine. Ja, das war ja wieder mal klar. Ja, klar, ich bin ja kein Kinderbücherfreund. Märchen. Genau. Boah, ich kann dem Züchter einige Pferde abkaufen. Machst du's auch? Keine Kohle. Was, die Bäuerin ist enttäuscht über ihr Scheitern? Was habe ich denn bitte gemacht? Na, Mickey, sie hasst sich halt. Kopf gestanden und gelacht. Das sofort wieder da. Hass. Oh, das hat wehgetan. Warum ist die Bäuerin enttäuscht? Doch. Ach so. Sollte der blöde Bananen bringen, aber ich hatte. Keine Bananen. Hat nicht gereicht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mein Schiff ist in der Region angekommen. Lol, wie schnell ist denn so ein Schoner einer neuen Region? Oh, eine Gouvernante. Ach, geht so. Meiner heißt Münchhausen. Mein Schiff. Oh, nicht schlecht. Baron von Münchhausen. Beide ist auch auf einer Kanonenkugel. Richtig dumm, richtig dumm. Ich muss eine Mission erfüllen. Ich war halt in den Siedler von meinem Dorf halt. Stand, ja, liefern sie irgendwie hier Ware für die Person. Rettenhaus weiter, muss nur anklicken. Weißt du? What the fuck? Hat er keinen Bock, mit Nachbarn zu reden, oder was? Oh mein Gott, nein! Schluck dich nicht! Das hört sich gar nicht gut an. Ja. Ist doch Corona. Verschluckt. Ja, es kann immer nur Corona sein. Schaffst du es eigentlich mittlerweile in die neue Welt, oder? Meinst du mich? Also ich glaube, er hat es mittlerweile geschafft, wenn ich mir das so angucke. Ja, ich bin Gott, ja. Ich versuche irgendwie rum aufzutreiben, aber keine Ahnung wo. Ja, ich glaube, Zuckerrohrinseln sind, glaube ich, alle weg. Ja, ich weiß, aber ich meine, man kann doch angeblich kaufen. Ja, geh zu Isabella und kauf. Rum kannst du kaufen in der alten Welt bei der Exotin. Aber du kannst auch Exotin? In der neuen Welt das kaufen. Die, wo ganz unten ist. Okay. Ja. Also da kriegst du es echt auch hinterhergeworfen. Wenn du genügend Geld. Wenn du genügend Geld hast. Also, nächste Kleidungsfabrik. Machst du jetzt Taiwan auf oder was machst du da unten? Ich weiß auch nicht, was ich da mache. Aber es reicht halt einfach nicht. Was macht das? Taiwan kaufen ist? Ich hab gefragt, ob Taiwan aufmacht. Mein Schiff kehrt zurück. Okay. Die haben totale Schrottartefakte mitgebracht. So. Direkt den Kapitän degradieren. Ja, wird hingerichtet. Ja. Ja, aber die Fläche, wo du in der neuen Welt hast, ist einfach so verdammt begrenzt. Findet ihr nicht auch? Ja, in der neuen Welt ist schon eklig. Ach, das braucht Obreros.
Ja, gut, dann liefere ich halt nur die Rohzutaten und das andere wird auf der anderen Insel hergestellt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Wie? Ich habe gar nicht mal mitbekommen, dass es brennt. Es brennt ein Lichterloh. Ho, ho, ho. Flaggschiff steht zu Diensten. Kann man Handelsrouten auch... Ah, okay, das geht. Frage zurückgezogen. Michi hat die Frage zurückgezogen. Neue Horizonte. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit. Wir zählen auf dich. Von einem Hafen Foto machen. Ja, ganz perverser. Ja, der weiß halt, was er will. Ja, eben. Oh, das sind Möwen da oben. Aber doch noch ein schönes Bild. Meine Tochter mag sie nicht. Ja, schön. Dass er Piraten hier. Hat er auch dir gerade gesagt, dass er dich nicht leiden kann? Nee, seine Tochter mag mich nicht. Ich wollte sie heiraten, weißt du, scheiße. Bitte. Ja. Ne? Ich habe ihn gerade einen Vater einer aufstrebenden Nation genannt. Du? Dinosaurier? Ja. Bin gerade nicht. In der Stimmung, glaube ich. Ja, so kann man es sagen. Friedensvertrag, nicht nur nicht Angriffspakt, sondern wow. Friedensvertrag. Was der Typ. Was denn, Alter? Was sind los mit dir, Alter? Eine Zunge, die so schön Süßholz raspelt. Eine Aufgabe, ich soll ihm 8 Tonnen Kartoffeln bringen. Kann man bessere Geschäfte machen. Der will schon wieder 80.000, Alter. Warum will er bei euch denn so viel? Das dauert von dir selber, mir kommt er gar nicht momentan. Das ist wahrscheinlich um Frieden bewahren. Jean Lafortune und Twice befinden sich nun im Krieg. Ja, oh, im Krieg. Okay. Ich kann ihm nicht nochmal 80.000 geben. Ich find's krass, wieso. Ich frag mich gerade, warum das bei euch so teuer ist. Glaube ich einfach nur, das war Friedensvertrag. Ja, der Friedensvertrag mit den Piraten hat für mich jetzt 10.000 gekostet. Oder der Waffenstillstand. Der Friedensvertrag. Mit dem aus der alten Welt. Also der Waffenstillstand mit der alten hat mich jetzt 14.000 gekostet und das andere 10.000. Bei mir will er 80.000. Waffenstillstand 24.000. Yo. Random shit, ey. Kann man machen, ne? Wenn man Pirat ist. Aha. Oh, scheiße. Oh Mann. Scheiß Gleitschutz. Nein. Oh, wo sind die? Der Brecher. Gut, dann Routen einrichten. Route einrichten. Handelsroute. Ja, scheiße. Zack, zack. Bitte mit diesem Schalter wieder Münchhausen. Level 2 Missionen sind vor 13.000. Ja. Dann in Anno de Rio wird geladen. Boah. Boom. Ja, 5 Tonnen müssen lang. Dafür laden wir hier Rindfleisch.
Was laden wir hier aus? Dafür laden. Moment mal, hier laden. Mais. Entladen. Boah, ich hab endlich Tiere, Alter. Geckos, Elche und Delfine. Oh, Gecko. Cool. Endlich Tiere, leck mich doch am Arsch, ey. Auf ihren Befehl. Tobi hat Tiere. Ja, ohne Witz. Die Tier. Du. Michi? Wollen die sechs? Du Michi, ist das jetzt eine, die Steigerung von dem Tier oder was? Nein, er soll die 6 drücken, der Michi. Ah. Ja, bin gerade beschäftigt. Na. Bin gerade beschäftigt. Was machen wir gerade? Als ob mein Schiff. Danke. Ja, danke sehr. So, was machen wir jetzt? Ah ja, stimmt ja. Dinosaurier zählen. Ja, unbedingt. Oh ja, Mann. Alter, du mieser Dreckspirat. Was hat er denn jetzt wieder getrieben? Fährt einfach an meiner Küste vorbei und schießt mein frisch gebautes Schiff ab. Oh, das ist arschig. Aber dann baue ich jetzt einfach meine Kanone hin. Lutscher hier, friss. Ah ne, die muss ja noch bereit werden. Yeah, ich habe kein Zement. In einem Zementwerk war heute ein Arbeit. Scheiße. Scheiße. Ja, ich bin total überfordert. Versuch's gar nicht erst. Bist du die Kraft, die tief in deinem Arschloch wohnt? Ich glaube, der Stream ist sowas von. Der ist sowas Arsch. Von rein. Du, Dinosaurier. Nein. Möchte euch sabotieren, ja, Madame. Ja. Gott, ich schmeiß den Schaden jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die schon eine Kapelle brauchen. Egal, ich hab sie gebaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, it's happening. Oh mein Gott. Was ist? Sebastian. Ja? Ich sag's dir gleich in 2 Minuten. Okay, sag nur, GG im Early, Alter. Nee, mitgehen mittlerweile. Was ist los? Ja, merkst du was? Wer klickt gerade irgendeiner aus ihm schlau? Du bist schläfrig, mein Freund. Ich hab eine Zuckerrohrinsel entdeckt. Geil, gell? Jetzt musst du sie nur noch rechtzeitig besiedeln. Ja, keine Chance, bin ich da. Sag ich nur Schalasch. Alter, wie die eine Insel. Achso, du hast der Königin Dinge abgegeben. Damit du aufhörst, das Zeug wegzukaufen. Okay, dann kaufe ich der Königin ab. Boah, Sebastian. Kann ich gerade nicht, dann erkläre ich irgendwann den Krieg. Ich kann mir gerade nichts leisten. Wenn du es nochmal machst, kann ich halt echt nicht mehr garantieren, dass es nicht. Böse endet. Soll ich mich jetzt eingeschüchtert fühlen? Wahrscheinlich. Ja. Problem ist, er wird wahrscheinlich eine größere Armada haben als ich. Armada. Aber pro Armada. Linienschiff bauen. Na, dann halt eine Fregatte. Auch gut. Nee, nicht. Ja. Oh, meine Insel begrüßt zum ersten Mal Besucher. Nice. Das ist schön. Congratulations, man. You are now berühmt.
Gott. Soll ich meinen Zoo genau neben die Ölfelder bauen? Ja, eine gute Idee. Sag nur BP und so. Also ich würde es machen an deiner Stelle. Wenn den Tieren kalt ist, kannst du halt gleich heizen. Das ist schon ein Vorteil. Ein Vorteil. Ein Vorteil möchte Michi haben. So, Kaffee. Leider hat er vergessen, dass er ein Spaß ist. Okay. Ja, der Stream ist abartig vorbei. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber da musste was Kurzes rein, deswegen habe ich das genommen. Ich bin schwer getroffen. An dem Traumata erhole ich mich wahrscheinlich nie wieder. Traumato? Traumato, ein neues Pokémon. Traumauto. Und ich baue gleich rum, Sebastian. Gott, warum ziehen eigentlich alle so viel? Sag, ich habe irgendwann damit angefangen, unter die Nase zu reiben. Ja, weil du sehr geschützt bist, du hast die Map nicht erkundet, Mann. Ich habe doch eine Zuckerrohrinsel. Hast du eine? Ja. Ich habe da eine. Guten Morgen. Guten Morgen, der Herr. Vietnam und so. Permanent Seuchen aus. So, dann ey. Karaha. Ich hab einen Teil permanent die ganze Zeit Seuchen gefragt, aus. Was du denn jetzt von mir willst? Dass du da die ganze Zeit so... Nee, ich dachte, du hast keinen Zucker oder was? Dachte ich so. Nein, ich hab... Ja, ich hab's jetzt auch verstanden. Es war halt so echt so komplett so, what the fuck, was willst du eigentlich? Ja. Hä? Okay, das ist ja witzig. Da, wo ich mein Zoo hingebaut habe, da rennen beim nebendran Elche rum. Aber ich habe Elche im Zoo. So genau dieselben Viecher. Ja, so selten können die dann nicht sein. So, das sind seltener das Gegenstand. Weißt du, aber neben meinem Zoo rennen überall Hirsche rum. Elche. Ja, die sind haben sogar Hirsche oder Elche? Elche, die haben sogar genau denselben Dinge. Mundgeruch wie du. Ja. Genau selben, na, wie heißt denn das? Die sehen halt genauso, die sehen gleich aus. Okay. Right nennt sich das? Nee, wie heißt das? Selbe Rasse das. Egal, ich hänge mich hier nur unnötig auf. Dieses Leben gräbt tiefe Fallen. So, mein Schiffler. Alter. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Kleinstadt. Kleinstein. Wo denn eigentlich? Ah. Auf mal toll. Ja. Diesen Sonntag stelle ich mich die Frage aller Fragen. Das ist 1 und 1. 1 und 1. Und die lautet, Tobi? Das hat hier gerade ein NPC gesagt. Achso. Ja, du tust doch nebenbei Philosophie studieren. Ja, genau. Gott, ich glaube, mein Schiff packt's nicht. Edition, das Schiff packt einfach nicht. Was für ein dummer Idee. Ich glaube, es könnte doch machen. Ey, ich habe zwei Items mit an Bord genommen, damit das Schiff das irgendwie überlebt. Aber. Oh, weit gefehlt. Das ist der Zong. Plus 30% Erfolgschance, es schlägt trotzdem fehl. Ich hatte vorhin eins mit plus 3% Erfolgschance und es hat geklappt. Gott,
Bringen Sie die Menschen hier zusammen. Geht zurück zu euren Familien. Nein, meine Inspektorin ist gestorben. Du sterben dauernd deine Inspektoren? Also, so ein Item, beziehungsweise der Gegenstand, weil ich habe einfach keine Lösung für das Problem gehabt, das mir hier bei der Expedition entgegenkam. Und dann wurde mir halt Item genommen, in dem Fall die Person. Echt? Hm? Okay, warum ist mein Schiff, das auf der Expedition ist, in der alten Welt? Vielleicht, weil es noch nicht angekommen ist? Oder ab. Und nicht losgefahren ist? Irgendwie komisch. Du Dinosaurier. Ja, schon. Ich schon. Ja, ich bin gerade so überlastet mit allem. Oh mein Gott, Sebastian. Ich liebe es, einfach nur damit zu nerven. Ja, okay, dann nerv ich dich jetzt auch. Dann kannst du ja zurückkaufen. Nö, ich hab kein Geld. Du verlierst nicht mal Wert. Wo ist deine Zweitinsel? Ja, welche? Ja, ich hab sie schon gefunden. Was ist das? Das Schiff ist ja fast verreckt. Wie, du hast sie gefunden? Strich oder so. Verdammt. Alter. $26.792 hat mich das gekostet. Alter, das kostet nicht 50.000, dass ich die Teile zurückkaufe. Ja, danke. Ja, aber so viel hat er dir auch vorher gegeben. Ja. Ja. Weißt du, ich unterstütze ihn ja damit quasi. Aber ich mag es nicht, wenn jemand meine Inseln aufkauft. Nein. Hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht besser so. Ich in der Sekunde vergessen, was ich sagen will. Irgendwas Beleidigendes. Nee, nicht mal das. Einfach nur ein Quatsch. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderung? Ja. Darf ich etwas Journalismus betreiben? Ja. Ausnahmsweise. Oh nein. Das war's. Nochmal drüber schauen? Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich hab sie für den Fotografen gehalten. Der Zweck heiligt die Mittel. Kein Problem. Jetzt reicht's mir langsam, ey. Ohne Witz, jetzt reicht's. Da, wo wird denn hier eigentlich gerade geschossen? Bei mir permanent. Echt? Werden wir hier bald Kaffee brauchen? Beziehungsweise gehen wir mal in die alte Welt. Mittlerweile sollte ja aber mindestens ein Schiff da angekommen sein. Ein Lüfter? Ein Schiff. Achso. Sollte man meinen. Ist, glaube ich, aber nicht so. Auf die alte Dame ist Verlass. Habe ich dich nicht gerade eben einer Handelsroute zugewiesen? Ein Fest in der neuen Welt. Zu den Waffen, ihr Feiglinge. Okay.
Oh, Dinosaurier. So, ich stelle mal Stahlbeton her. Oh. Ich glaube zwar, dass ich mit dem, was ich jetzt tue, noch richtig auf die Schnauze fallen werde, aber... Wusst nicht. Wie wär's damit? Hm. Was stimmt mit dieser Route? Gut, das war das. Achso, gibt's überhaupt eine? Ja, gibt es, aber... Ich hab eine Stufe 3. Zoologische Expedition. Oh Gott. Ich schaue da gar nicht rein, ehrlicherweise, in die Expedition. Für die 3-Sterne-Aufgaben brauchst du 100 pro diese fetten Schiffe. Den kleinen brauchst du gar nicht erst anfangen. Rudi. Mhm. Danke. Boah, ist wieder so schön angenehm. Wozu braucht man schwere Geschütze? Schweren Gegner. Man kann dicke Bertha bauen. Okay, cool. So. Ich hab 50 Ingenieure, woher? Hast du Einfluss, Boni? Das ist, kann eigentlich auch 50 Boni-Ingenieure. Das ist, weil du den Status Eroberer hast. Ja. Wenn du zum Beispiel auf dein Konto klickst, dann ist im Fenster oben so ein Symbol, da steht Eroberer, Effekte, alle Arbeiterkraft, Klassen 50. Na cool. Also die dicke Bertha kann scheint so weit schießen, dass der Radius... Ah, ne. Die macht halt richtig Schaden, so eine dicke Bertha. Auch eine dicke Bertha. Unterhaltskosten 350. Richtet auf große Distanz großen Flächenschaden beim Gegner an. Lange Nachladedauer. Ja. Ey, wenn es dich das so nervt, dann könntest du da super einfach was dagegen tun. Mal kurz raustappen, TS aufmachen. Für Rudi eine Frage der Ehre, dass er das... so ungefähr. Juhu, ich hab einen Stahlbeton. So. Ihr Loser. Hat der Rest von uns tatsächlich nicht. Ich hab sogar 2 Stahlbeton. Mein Gott, sag nicht, du hast gleich 3. Weiß nicht, muss ich mal beobachten. Wenn du gleich 3 hast, dann neue Runde, dann haben wir die verloren. Das wollte ich gerade eben blöderweise fragen. Was machst du da? Ich auch. Ich rausfinden, im letzten Moment so, oh. Ich muss ja Geräusche von mir geben. Genau. Ja. Auch wenn ich ihn fahren lasse. Ich weiß halt nicht, ob das laut genug ist. Oh. Oh. Ich muss mal ganz viel Erbsen essen. Oh Gott. Ich hab da schon... Warum habt ihr Idiotenschiffe eigentlich nie was geladen? Oh oh, ich glaube, mein Schiff wird jetzt untergehen. Ich traue meine Expedition schon gar nicht mehr anzugucken. Das kann nicht gut enden. Ich nehme hier noch 50 auf, minus 50, minus 50. Wieso haben meine Schiffe... Ich muss das nicht verstehen, warum meine Handelsroute einfach keine Waren transportiert. Alter, 30% Chance, dass sie es jetzt packen. Wenn nicht, dann ist das Schiff einfach hinüber.
Ja, das. Also. Fuck, ich hätte eigentlich auch heimfahren sollen. Was habe ich gemacht? Ich habe die mit 11% weitergeschickt. Autsch. Tobi, du. Ich musste zurückschicken, die haben nicht mehr genug Moral. Ich hab nur noch 11, Alter. Ey, Alter, hör auf, Sachen von mir zu kaufen, Sebastian, Alter. Was noch bei mir? Da habe ich es bei jedem jetzt mal gemacht. Ja, ja. Und alle hassen dich dafür. Ja. Und ein Schiff wurde abgebracht. Yay. Hast du gerade echt gefurzt? Ja. Okay. Erschreckend. Erschreckend. Mich nur ganz nüchtern erschreckend. Ja, ich riech den sogar bis hierher. Geil. War klar, Ram. Jetzt wollen sie Kaffee und einen Boxring. Ja, guck mal, wir fahren gar keine oder kaum Piratenschiffe hier rum. Ja, weil, glaube ich, jeder einen Waffenstillstand hat. Ja, muss das auch machen. Ja, Expedition kehrt zurück. Und? Boah, bei mir geht gerade alles vor die Hunde. Was haben wir hier? Eine Kaffeerösterei. Braucht 150, ja, das ist auch nicht gerade wenig. 150, ah, konnte ich mir sogar von Anzahl der Personen her leisten. Wow, ich habe nur Items bekommen, die einmal benutzbar sind. Ich habe die auch gleich verkauft, den Scheiß, fertig hier. Ich behalte die, die kann man nämlich noch für Expeditionen nutzen. So, mach. Ich verkaufe die, bekomme Kohle, fertig. Ich bin ganz logistisch gekrimmt. Gut, dass ich nichts verstanden habe, aber okay. Kapitalistisch. Also du bist da ganz optimistisch. Ganz kapitalistisch. Also kapitalistisch. Ja. Solange mir ein Scheiß keinen Vorteil gibt, von verkaufen. Hier ist kein Platz mehr. Lalalala. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Kaffee er braucht. Auch schon ewig nicht mehr gehört. Was denn? Mein Feuergeräusch. Wo brennt es? Ich wollte gerade fragen, ob du wieder gefurzt hast. Mein Feuergeräusch. Achso, nee. Was zum Teufel war das? Was war das jetzt, Alter? Was? Irgendwie sowas. Das habt ihr auch gehört, ne? Ja. Ich weiß nicht. War das also Michael, der das verursacht hat? Ich habe jedenfalls kein Geräusch gemacht, aber... Ja, dann war es wahrscheinlich bei jemandem von euch im Hintergrund. Ne. Das ist bei mir. Ja. Nicht von der Person, vom Fenster die Fäden so. Zieht, weißt du? Was denn? Jetzt hört's auf. Bohrt hier gerade jemand meine Wohnung an?
Ja, Entschuldigung, wir suchen hier nach Erdöl. Achso. Ey, Alter. Neuer Mann. Schiff zuweisen. Immer 40 Tonnen Goldbarren verkaufen. Mal gucken, was passiert. Untergang der Erde. Und 36 Tonnen Schmuck. Ey, ich schicke ein Linienschiff auf die Expedition und trotzdem. Dann. Ja, zum Glück habe ich die Expedition nochmal losgeschickt. Mit 11%. Hat's es geschafft? Ja. Wow. Ja, richtig geil. Bekommen wieder ein Item, was man verbraucht. 17 Tonnen Schmuck, 34 Tonnen Pelzmäntel. Wow. Alter, ich mute mich mal. Los, 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 kämpfe! Okay, mein Linienschiff kann keine Items aufnehmen. Das ist kacke. Ist es von der Mission? Für eine Expedition, ja. Ah, kein Platz, okay. Das ist eklig. Das ist echt doof. Okay, ich meine, ich will ein Linienschiff auf die Expedition schicken. Aber wenn ich dann halt die Sachen auswähle, nimmt er die Items nicht rein. Ja. Ja, du musst ja erst was rauslegen, oder? Wenn du keinen Platz mehr hast. Schiff ist leer. Ach so, oh. Ah, nee, jetzt weiß ich warum. Mangelzeit. Ja, gibt schon Sinn. Ja, wenn es immerhin Sinn ergibt. Ich werde mir als nächstes den Pendlerkai bauen. Ah. Pendlerkai. Der ist halt sau teuer. 1000 Unterhalt, Alter. 1000 Unterhalt. Ich bin gerade froh, wenn ich wieder ins Plus komme. Eigentlich durchgehend bei 2500. Na, irgendwie ging es bei mir jetzt voll bergab, leider. Was ist das im Hintergrund? Moment. Was denn? Was ist los? Ich wüsste es halt gerne, was es ist. Bei mir kommt's nicht. Also ich höre. Ja, das ist bei mir irgendwas. Ach, oh nee, ich dachte, es wäre noch nicht klar. Wahrscheinlich ist ein Admiral auf der Brücke. Wie viel Einfluss habt ihr gerade? 140. 49? 240. Ah, 240. So, bei wem habe ich mich vorhin eingekauft gehabt, außer bei Michi? Ja, du hast alles bei mir gekauft mittlerweile. Alter, was ist mit dem scheiß Schiff los? Dann fahr doch, was jetzt? Ja gut, Michi, du kriegst ein bisschen was zurück. Aha. Ich hab gedacht, das freut dich. Ich weiß nicht, was du mit zurück meinst. Deine Ehre. Nein, du kriegst doch nichts zurück. Es gibt nur 3000. Erst hast du mir Hoffnung gemacht und dann. Ich hab mich noch nie so betrogen gefühlt. Noch nie, Sebastian. Oh je. Du wirst noch nicht oft betrogen. Nein. Aber du hast damit angefangen. Ja, das kann ich dir nicht mal abreden. Das ist tatsächlich so. Ich habe damit angefangen. Ah. Der spürt voll die Bugs. Ein Schiff fährt die ganze Zeit in den Piratenschiff und schießt nicht, weißt du? Ja, du musst vorausklicken. Der muss ein Stück vorfahren und dann verfolgt er ihn auf die richtige Höhe. Schwachsinn, Alter. Boah, du redest so, als wäre das ganze Spiel voll für den Arsch, deswegen. Ja, verbuggtes Spiel. was ist jetzt los?
Alter, das muss ich ja bald Bier liefern. Also 40 Ach, Tonnen, Welt. 40 Tonnen Gold würden mir 44.000 geben. Neues. Dann tun wir mal in der alten Welt dafür schon mal sorgen. 36 Tonnen Schmuck würden mir 163.000 geben. Ja, du willst das Spiel gewonnen, oder? Soll ich das behalten? Ich glaube, das musst du später sowieso herstellen, oder? Stimmt, ja. Ich hoffe, aber alles drauf. Scheiße. Was macht da so dämlich? Geh mal den ganzen Zeugs auf den Grund, Sebastian. Du musst herausfinden, was es ist. Wir ignorieren einfach dieses Geräusch. Ja. Jojo, dat. Schiff, Alter, was? Du kriegst einen erlesenen Züchtel bei. Mein Chef ist da. Ich hab alle Items verloren. Die waren vorhin so geil. Oh ja. Yeah. Ja. Ich brauche Weizenfelder. Der Michi will doch nur spielen. Ja, ich auch gerade im Kopf. Der Michi ist ein richtiger Country-Bar. Yay, die Expedition kehrt zurück. Und alle sind grundlos glücklich. Ja, siehst du, Michi. Wir werden gleich erneut losgeschickt für etwas sagen. So, meine Sklaven, arbeitet ihr? Ich stagniere. What? Ach, Scheiße. Natürlich. Mittlerweile habe ich es fast erfolgreich ausgeblendet. Was? Also das Geräusch im Hintergrund? Ja. Hört man gar nicht mehr. Wo ist mein Chef? Was macht er hier? Halb besoffen fährt er rum, Alter. Dann hier mal die Routen anpassen, dann gibt es hier halt noch Bier. Hast du eins für mich? Ja, da komm halt vorbei. Echt? Cool. Aber bring drei mit. Hab ich auch noch. Ah, perfekt. So. Stell dir jetzt Kaffee her. Pelikan auf der Brücke. Sag mal, Rudi, müssen wir eigentlich das nicht wieder abkaufen? Was denn? Könnte es sein, dass ich so viel Minus?
Der Anteil deiner eigenen Insel. Der was abkaufen. Das, was ich dir bei deiner Insel eingekauft habe. Wozu brauche ich das? Hm? Wozu brauche ich das? Okay. Ja, Sebastian, wir wissen es halt nicht. Wozu man das braucht? Wozu brauche ich das? Ja, du brauchst halt für diesen Eroberer-Status so und so viele Punkte. Also halt Einfluss, investierte Einflusspunkte und Und ich glaube auch den Anteil, den du dann bekommst, bekommt der andere dann nicht mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Sepp seiner Insel einen Anteil kaufe, dann kriege ich, glaube ich, warte mal. Eine Sekunde. Dann würde ich einen Anteilswert von 911 bekommen. Also ein Plus von 900. Ich weiß gar nicht, ob er die 900 dann verliert. Ja. Sollen wir es mal kurz ausprobieren? Es ist so. Wann verliert die? Oh, Mann. Ah, ich komme nicht mehr ins Plus. Ärgerlich. Deine Leute glücklich machen und aufsteigen lassen. Ja, die nächste Stufe und gibt dir richtig brennt. Viel Geld. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Nächste ja, ich habe schon richtig Ingenieure, aber... Oh, ich habe noch keine Ingenieure. Du hast nur ein Haus, oder? Ja, nur ein Haus, ja, weil die ganze Versorgung zusammengebrochen ist. Ich krieg nicht mehr genug Bier und ich weiß nicht warum. Oh, bei mir ist ja die Pest. Ah, die Pest kommt auch andauernd. Also, Mälzereien. Oh Mann. Wie ist es mit dem Pendler Kai, wenn ich meine Arbeiter dann rumschicke? Muss ich dann immer sagen, wie viele Arbeiter ich wohin schicke, oder macht das automatisch? Macht automatisch. Also die Differenz ausgleichen. Ja, ja. Cool. Okay, es gibt genügend Fleisch, es gibt genügend Paprika. Warum haben die kein verdammtes Gut? Und noch eine Feuerwache. So, die brauchen noch nicht mal Fisch. Das ist ein Naps. Das müssen wir ja noch ändern. Jetzt drehen die Leute durch. Ja, was hast du ihnen denn verwehrt? Bier kommt einfach nicht mehr rein. Und so bei den Alkoholikern, die wir hier in Anno haben. Ja, jetzt muss ich erstmal Polizei. Ja, brauche ich halt noch mehr Weizenfelder. Ist ja nicht so, als wäre meine halbe Insel gefühlt schon voll damit. Oh, das Geräusch hat aufgehört. Geil. Es ist wieder da, nein. Siehst du, ich darf nichts mehr sagen, deswegen. Ich habe mein Schiff nur ein Stückchen aus meinem Hafen rausgeschickt, kam gleich der Pirat, aber wurde zerballert. Hm. Also die Piratin. Der Pirat freut sich immer, wenn ich ein Schiff von der Tussi. Ja, die freut's immer, wenn die gegenseitig What? Abschießen. Was ist?
Also, da ist ein Piratenschiff von meiner Insel untergegangen, ja, weil er meinen Clipper angegriffen hat. Ja. Und er hat ein legendäres Item liegen lassen. Oh, das ist Lord, was. Lord Admiral Nadaski, Meister des Scharfsinns. Er gibt Gefechtskunde 55, Navigation 25 und Kampfkraft 25. Für Expedition. Ja, ich würde sagen, das hat sich ja gelohnt. Und für Schiffe Bewegungsgeschwindigkeit plus 20%, Schaden an Segelschiffen plus 50%. Anheuerungspreis 930.000. Boah. Ich kann ihn für 230.000 verkaufen. Alter. Ja, damit hast du es, glaube ich, gerade einen Gamechanger bekommen. Und es war, ja, das war so ein kleines, auch, das war so ein kleines Piratenschiff, wie die hier überall rumfahren, diese ganz kleinen. Was? Also damit wird wahrscheinlich jede Expedition jetzt ziemlich einfach mit dem Item. Ja, dann kannst du dich ja freuen. Und das Krasseste ist, dass dieses Item kein Slot einnimmt, sondern diesen Item-Slot vom Schiff. Ja, das ist doch aber normalerweise immer so. Nee, es gibt auch Items, die nicht auf Schiffe gehören. Und die werden dann in der Expedition als Fracht mitgenommen. Was? Ich sollte den Kavalier vom Heide. Ich sehe, Sie haben verstanden. Wir nehmen jeden. Na toll, seine Tochter mag mich nicht. Sie mich hintergehen? Na, dich auch nicht, ja. Na. So, Michi. Was machen wir jetzt da? So, die Aufständischen wurden zusammengeschlagen. Immerhin. Richtig so. War echt. So, Schnapskopf gibt's dann auch gleich. Stopp die Maschinen. Dann haben wir hier noch, das ist die Köhlerei hierzu. Ein Hochofen. Drei Kanonen. Dingsbums. Kanonengießereien. Ja, Kanonengießereien. So. Aber das wäre das Allerschlimmste, wenn bei der Expedition, wenn er verrecken würde. Das wäre nicht voll geil. Weil ich mache eine Stufe 2 Expedition und allein dieses Item hat mich von, ich glaube, 23% auf 85 hochgehievt oder auf 80. War nicht schlecht. Weil er hat halt gleich zwei Sachen halt extrem gut erfüllt. Mhm. Das siehst du mal. Was, wie viel Glück kann man bitte haben? Oh nein, jetzt muss ich in die alte Welt zurück wegen Ziegeln. Boah, ich kann kotzen jetzt. Ziegel kannst du auch in. Kannst du auch in der neuen Welt herstellen, ne? Wo? Wie? Obreros brauchst du dafür, also die nächste Stufe von den Typen. So wie in der alten Welt. Och, ne. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, und dann bitte einmal Stahl und Lehm holen, das wäre. Sehr nett. Ah, Kati Shark kannst du auch bringen. Stahl und Lehm. Stahl, Stahl und Lehm. Stahl, Lehm Stahl, Stahl, Lehm. Stahl, Stahl, Lehm. Stalin? Oh mein Gott. Und vor allem Stalin, ja. Was ergibt Sinn? So, noch ein Linienschiff, her damit. Sepp, willst du nicht ein paar Kanonen an deine Küsten bauen? Hab ich doch. Bei deiner Hauptinsel im Süden aber nicht. Im Süden meiner Hauptinsel hab ich doch.
Oh. Achso, das ist Norden. Okay. Warte, ich hab die. Meine Dings ist verdreht, deswegen. Nee, aktuell brauche ich es nicht. Okay, bei der Gurken ständig Kriegsschiffe, Piratenschiffe durch. Ja, aber ich bin mit der Waffenstillstand. Weißt du, ich hab's diplomatisch versucht. Funktioniert ab und zu mal. Die Pause ist vorbei. So, und ihr braucht jetzt. Erwische ich sie bei besonders guter Laune, Direktor? Ein Hoch auf die Enthaltsamkeit. Sicher, alle werden die Hacken zusammenschlagen. Entschuldigung, war das jetzt schon Zensur oder bloß? Ich bin Politiker. Ich habe eine Zeitung voll Fake News verbreitet. Man hört übrigens ganz gut was, worüber ihr redet. Du musst da nicht arbeiten haben, du hast ja. Ja, das ist das mal. Interessiert sie nicht. Weil sie mal vorbeikommen. Und dann hast du. Ja. Da wollte man alles sehen wieder. Ja. Da sind die Parkautomaten geschafft. Warum ist er heute nicht gekommen? Ich wollte. Gestern wollte ich mich nämlich eingeladen, wenn ich vergesse. Logisch. Ja, das stimmt, was war nicht richtig. Vergessen! Mhm. Aber jetzt. Wie auch alle jetzt still sind. Ja, okay. Ja, und lauschen. Ja, und das hältst du mir auch unerwartet. Oder eine falsche Gin hatte. Das ist wie ein Rudi. Ja. Wie kann er nicht vorbeikommen? Wo wartet er? Bist du online? Ja, keine Ahnung. Er soll eher am Freitag kommen. Ja, ich schreibe mit dem. Ja. Oder vielleicht Mittwoch mal schauen. Ja, ja, wir schreiben dann. Ja. Gut, vorbei. Ja, und dieses Gespräch wurde nur für die Ewigkeit aufgezeichnet. Yep. Ja. Oh, scheiße, stimmt. Nein. Wir haben es versucht, dir ja, zu sagen. Ja, ich hab nichts gehört. Sebastian hat geschrien. Oh, ja, gut, egal. Wir wissen jetzt alles über so. Dich. Sagst du jetzt, dass es nichts Schlimmes ist? All deine schmutzigen Geheimnisse ruhen. Dann kann später auf Hans' Aufzeichnung ein Mord aufgeklärt werden, siehst du? Wer weiß. Ja, ja, Mann. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hafenstadt. Das heißt Kirche, oder? Ach, rüstest du deine Kirche. Kleinen Orte schon so auf? Ja. Ich mache jetzt einen Kanonengießerort. Wünschte ich wäre auch mal weiter. Oh, jetzt brauche ich Holz. Und ach, und Brot brauchen sie auch. Ja, gut. Dann eine neue Route. Ja, was war the fuck? Ja, keine Ahnung, was mich da jetzt gerade geritten hat. Anscheinend eine Taube. Techno-Taube. Techno-Taube. Ja. Kuhleck. Feinleck. Techno-Leck. Let the dogs out? Ja, so ungefähr. Genau. Ich bin der Meinung, dass Tobi-Spiel gewonnen hat. Das heißt,
Warum wollen wir nicht weiterspielen? Ach komm schon, ist doch noch schön. Komm, hat Tobi schon gewonnen. Ich auch nicht. Das meiste Geld, am weitesten entwickelt, bla bla bla. Oh, jetzt leckt's aber. Gott, so, Wurst sollte langsam kommen, jawohl. Ich hab von allem genug. Es gibt Arbeiter. Was ganz gut ist, weil ich noch 3 Kanonengießereien habe, die ich noch bauen muss. Ja, aber. Viele Kanonengießereien. Meine ich jetzt halt auf Kriegsdienst. Ach, stimmt. Ich muss mich ja rüsten. Für was auch immer. Außerdem habe ich in dem Sinne auch das Spiel nicht gewonnen, weil ihr einfach jederzeit Krieg erklären könnt und ich nicht gerüstet bin. Ja. Was sagt er jetzt? Da heißt es, oh, du willst dich halt, oh, ja, rush mich halt, komm. Genau. Helf mich in den A und so. Nichtsdestotrotz habe ich halt immer noch Küstenkanonen, die rumstehen. Ja, also. Ja, die sind schon verdammt gefährlich, die Küstenkanonen. Ja. Und das ist kein Scherz, die sind echt fies. Ich brauche nochmal zur Sicherheit eine dicke Bertha. Oh, eine dicke Bertha ist halt schon echt heftig. Aber dafür musst du schwere Geschütze herstellen und das kostet alles schweineviel Geld. Ja. Das redet 3 Millionen. Die Geschützfabrik kostet 85.000. Und 2.200 im Unterhalt. Für nix. Du brauchst 5 verschiedene Rohstoffe dafür. Hier. Auf Kurs halten. Heftig, ja. Oh, du scheiß Linienschiff, mach jetzt mal. Hopp, 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 hopp. Also ich habe einen Konter zur vollen Stärke ausgebaut und trotzdem ist er komplett überlastet. Ach, ich muss 2 Pendlerhäfen bauen. Ja. Wer soll halt auch, sowas auch auf der Insel, wo du halt wer soll die Leute hinpendeln sollen, muss halt auch hin. Du hast 1.000 im Unterhalt. Ja, das habe ich ja gesagt, das ist sauteuer. Yay, yeah, die Leute haben endlich wieder Bier. Gut, dann reiß ich's wieder ab. Michi hat endlich Bier, jetzt kann ich endlich besuchen und fahren. Ja, Michi. Was? Ich hab nicht alles verstanden, was du gesagt hattest. Sag, Michi hat endlich Bier, jetzt kann ich Michi besuchen und fahren. Ja, kannst du. Juhu. Wo sieht man, wie viel Einfluss man hat? Oben, neben Einwohnerzahl. Schön, dass es jeder auch einfach nur oben gesagt hat. Ja, oben, neben Einwohnerzahl. Mir gerade. Ah, jetzt habe ich's, danke. Danke. Okay. Segel. Segel setzen! Alter, jetzt mal plus 4.200. What? Minus 32. Mach mir das mal nach.
Ja gut, ich habe aber auch halt eine Zeitung, die voll auf Kaufen, Kaufen, Kaufen war. Ja, meine Leute sind deswegen durch. Michi, wollte ich sagen, minus 32.000. Blicken Sie auf das Gebäude, das dem Enigma entspricht. Enigma? Ja, ich versuch's gerade. Was macht ein Schiff schnell, wenn es gefüllt ist? Ein Item. Ein Item, hätte ich jetzt auch als erstes mal gesagt. Ein Item zum Beispiel minus 20% Frachtverlangsamung oder sowas, keine Ahnung. Öl. Oder Verlangsamung durch Fracht auf oder einer oder. Auf ihrer Routen gibt es ein kleines Problem. Was heißt denn das? Oder Kohle. Oh, wir können kein Rindfleisch mehr entladen. Oh, Angst vor dem Licht. Dieser Mann ist schwer krank. Ich töte einfach ihn. Ich töte einfach ihn. Ja, er ist tatsächlich nicht mal. Ich töte ihn einfach, hätte ich gesagt, aber. Mhm. Ah, mein Gott, er ist halt. Wie meine ganzen Handelsrouten von Fregatten benutzt werden. Ja, das ist. Einfach aus Angst vor der Piratin. Sollte sie doch irgendwann nochmal zurückschlagen wollen. Yay, yeah, ich habe die Enigma-Aufgabe geschafft. Ach komm schon noch. Und ich habe bekommen Sir Swindley Chemiker mit Verstand und er kann Breaking Bad. Produktivität plus 100% Yo. Bei Schnapsbrennereien. Oh. Boah, ich meine, könnte ihn auch für 85.000 verticken, aber. Was ich jetzt geiler gefunden wäre, zum Beispiel in der Stahlproduktion oder allgemein bei Produktionslinien, die sehr lange gehen. Aber bei Schnaps, Alter, 30 Sekunden, komm. Da brauchen die 15 Sekunden. Kann ich ihn auch verticken, aber ich lasse ihn mal da. Was hat der für Eigenschaften für Expedition? Ah, stimmt. Kampfkraft 20, Gefechtskunde 20. Das ist voll gut. Okay. What the fuck? Oh, ich hab einen Papagei. Kann er auch sprechen? Oh, der Papagei gibt mir Glaube 15. Frag jetzt nicht warum. Weil er sprechen kann? Er ist eine Gottheit für deine Mannschaft. Na endlich, mein scheiß Schiff hat sich wie viel Brot haben wir noch? Genügend? Auf die alte Dame ist Verlass. Also auf jeden Fall, die beiden Piraten sind von meiner militärischen Macht beeindruckt. Das hat's gut an. Ach, jetzt bei uns auch noch Seife. Oh Gott, die wollen diese komischen Brillen. Ich weiß nicht, was du mit diesen komischen Brillen machst. Bobi, hast du schon Elektrizität? Nee. Ja, da brauchst du halt auch für Elektrizität brauchst du halt die Obreros in der neuen Welt. Ja gut, Opreos habe ich, ja. Ja, wozu brauchst du die Opreos? Wozu du die brauchst, damit du Öl fördern kannst. In der neuen Welt. In der alten Welt gibt es kaum Inseln mit Öl. Ich meine, Insel hat 6 Ölquellen. Du hast aber gut. Gut getroffen. Du hast doch auch 4. Ja. Und?
wie viel braucht. Gut, wahrscheinlich braucht man im Endeffekt echt viel mehr. Sebastian, sei es, der Tobi will dir Demokratie und Freiheit schenken. Richtig. Sei es, du weißt, was es heißt. Nein. Dick. Sebastian. Ich weiß gerade echt nicht, was meinst du? Er will dir Freiheit und Demokratie schenken. Das heißt, er gibt dir Krieg, wie USA der Welt Krieg gibt, wegen Freiheit und Demokratie. Ah. Dash. Das hat gedauert. Ja, ich halt, der kam für mich ein bisschen kontextlos, das war gerade das Problem. Ja, okay, gut. Das ist so kontextlos. Gib mir beim nächsten Mal Mühe, Sebastian. Alles klar. Muss mehr Kontext einbringen. Okay. Hier, die Zypressen sind echt. Sprechen Sie Ihren Satz zu Ende? Die Zypressen sind echt. Eklig. Ich bin gerade eher gewillt, auf meiner zweiten Insel Arbeiter zu haben. Also hab selber da wohnen zu lassen, anstatt die hin und her fahren. Das ist viel zu teuer, ey. Echt? Ja. Das pro ist nämlich Hafen, das Gemeine bei dem Ding. Pro Hafen 1000 im Unterhalt. Du brauchst mindestens 2. Das heißt, wenn ich eine Ware von der neuen Welt in die alte bringen will, dann... Machst du es über eine Handelsroute, ganz normal. Aber es geht um die Arbeiter, die wir meinen. Du kannst nämlich deine Bewohner... Oh, eine Rumbrennerei ist wieder expiriert. Moment, die Rumrennereien können auch explodieren. Ja. Oh, definitiv mal eine Feuerwehr in den Ort rein. Also eine zweite. Ich habe keine Ahnung, was davon die Konservenfabrik ist, aber ich habe ein Foto gemacht. Immerhin. Ey. Wo ist mein Schiff? Oh, oh, oh. Möge es in der neuen Welt haben auf sie auch eigene oder ja eigene Schmuckelemente mehr oder weniger. Könnten aber ein paar mehr sein. Ja. Habt ihr eigentlich euch endlich mal dieses Baumwollzeugs damit? Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler. Nee. Ist doch kein Fehler. Läuft mittlerweile mein Pelzding da hinten. Oh, es läuft. Das habe ich nicht mal mitbekommen. 1120 Handwerker. Ja gut, dann steigen jetzt noch ein paar Handwerker auf. Das braucht man wahrscheinlich eine Universität. Irgendwann demnächst. L'Université. Eine Universität? L'Université. Cité. Oh je, und dann muss man wieder mal die anderen Ressourcen auch nochmal überprüfen. Ich glaube, da werde ich dann wahrscheinlich auch wieder mehr brauchen. Was, ha? Da waren scheiß 3 Piraten, weißt? Gang, weißt? Sie dachten, die wären's, weißt? Und du hast sie das Fürchten gelehrt. So ungefähr, ja. Du hast Amerika gemacht. Ja. Tatsache. Ich glaub, so ist Amerika entstanden. Rudi, Piraten abgeschossen, die Piraten haben dann Amerika gebildet. Ja, wer weiß. Die wirklich wahre Weltgeschichte. Mhm. Ja. Ey, was zum... Oh. Rede oder schweig? Ich schweige. Vielleicht ist das die bessere Entscheidung. Wie lange machen wir eigentlich heute? Keine Ahnung. Genau, offensichtlich. Wie viel haben wir eigentlich? 8:45. Ja, machen wir so bis 9, würde ich sagen. Oh, so cool. Ja, lass bis 8:15 machen.
Ja. Nicht, dass ich noch groß was ändern würde in meiner Stadt. Ich habe einfach so einen krassen Handwerkerüberschuss. Ich habe einen krassen hier. Ich habe noch krassen, keine Ingenieure und alles drum dran. Jetzt, wo du sagst. Guck, dass du Ingenieure bekommst und Entwickler, die. Oder beziehungsweise lass sie aufsteigen. Oh. Gut penunzen, sag ich dir. Was? Ich hab zum ersten Mal einen Aufstand? Wieso habe ich hier noch keine Polizeiwache gebaut? In der neuen Welt oder in der alten? Der alten. Ich hab zwar keine Ahnung, warum die rebellieren. Mir geht hier einiges gegen den Strich. Ja, warum geht dir, was geht dir denn gegen den Strich? Du hast alles. Ja, bei Zufriedenheit gucken. Schnaps. Grundlegendste alle Grundbedürfnisse nicht erfüllt, also schwach. Gut, dann gehen wir mal kurz hier hin und das müssen die Schnapsroute sein. Und tun wir aus den 5 Schnaps 9 Schnaps machen. Eine gewaltige Steigerung. Ja, das sind fast 100% Steigerung. Siehst du es echt doch? Wow! Wow! Oh. Alter, wieso? Alter, immer das Schweig? Gegen die Dings da fahren, ne? Weißt du, bei mir, ich baue Weizen, also Getreidefarm halt en masse und immer verschwindet Weizen. Ich hasse es, Alter. Ey, ich kotz gleich. Weißt du, du hast 2 Items an Bord, kriegst eine Belohnung bei der Expedition und musst wieder was runterschmeißen. Ja gut, die Bootsfrau bleibt auf der Insel zurück. Bitte. Obwohl, nee, der Schleppertyp ist beschissener. So, ja, wir haben jetzt leider keinen weiteren Platz auf dem Schiff, aber wir könnten dich gebrauchen. Wer bleibt auf der Insel zurück? Naja, ich bin mir sicher, der Typ kann sich da was aufbauen. Kann sich selbstständig machen. Ja. Dann. Zerstören Sie ein Linienschiff. Okay. Nichts leichter als das. Ja. Wenn man gut in Überzahl ist, dann schon. Alter, du brauchst ja so viel von dem blöden Stahl. Auch mehr Zement. Und da geht's weiter. What the fuck? Wie was? What the fuck? Alter, diese Dreckspiraten, Mann. Was haben die denn gemacht? Er ist nichts Schlimmes, aber hätte es schlimm enden können. Da kam halt so mein Handelsschiff. Gut, Sachen abladen. Wo ich das Kanonen habe, kommen zu 14 und ballern rum. Ja. Alter, ja. What? Naja. Das ist so ein Piratending, weißt du? Schon kein Mensch. Das ist eher so ein Jersey-Ding, weißt du? Oh, diese blöde South Park-Folge. Ja, die ist extrem. Und da kommt Al-Qaida. Alter, was haben wir denn jetzt für einen Aufstand? Am besten so, wenn er so ein Jerseyaner befragt wird, wo er dann so sein Shirt hochzieht, wenn er was die Bauchmuskeln sieht. Da, erzähl dir was, nein! So Shirt hochgezogen. Oh, die Folge war so gut. Ah, ich habe das Gefühl, den Leuten fehlen wieder Konserven. Ich habe
mach echt Angst, meine Bevölkerung auszubauen, sonst drehen die dir durch, ey. Ja, ja, genau. Das ist einfach. Geht mir genauso. Und dann guckst du mal ewig dir das Spiel an und irgendwann machst du den Schritt und dann geht's wieder los. Genau. Genau. Ich einfach alles wieder. So, das kann ich dann gleich hoffentlich die Universität bauen. Du hast noch keine Universität. Ich habe auch keine Ingenieure. Ich auch nicht, aber. Ich hätte eigentlich schon, aber mein Schiff, mein drei Schiffe wurden zerstört. Da bin ich etwas in Verzug. Todes. Nachdem ich jetzt beobachte halt noch so ein bisschen die Zahlen. Ah, ich verstehe. Mein Schiff heißt Elektra. Voll geil. Vorne, mit Vornamen Carmen, oder was? Oder Elektra King von James Bond. Falls jemand kennt, aber ich glaube kaum, oder? Nee. Ah, siehste. James Bond nicht meins. Ja, ich bin auch nicht. Ich nicht so verstehen, warum James Bond nicht deins. Thomas Bond. Gell? Irgendwie immer dasselbe, finde ich. Darum hat mich nie interessiert, auch als Kind. Ja, so Kentensachen. Ich find's immer cool. Propaganda. Aufstandswahrscheinlichkeit plus 100%. Zufriedenheit minus 10. Propaganda-Style. Wop. Wupp, 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 wupp. Oh, Schnaps. Die Säufer sind wieder unterwegs. Seit wann gibt's Feuer in der neuen Welt? Immer? Ich dachte, es ist alles so schön und neu und so. Ja, die neue Welt ist bei mir momentan auch. Die ausgestorben. Die beiden Schiffe kommen da. Nein, das war. Hab ich aber echt schon ewig nicht mehr gehört, den Scheiß. Marco. Erstmal kurz Diplomatie machen. So, hi, du kriegst Geld von mir. Hi? Ganz gefährlich, Sebastian, muss aufpassen. Was? So, hi, hab ich gesagt, nicht heil. Ja, Sebastian. Was ihr hier wieder verstehen wollt. Gott, Stahlbeton dauert so ewig. What the fuck? Ich hab in dem Steam 19.660 ausgelassene Frames. Was heißt das? 20.000 Bilder fast wurden nicht gestreamt. Achso, 20.000 mal ruckelt's. 20.000 mal nichts passen, ne? Gut, dann einmal Schnapsbrennerei. So. Boah, ich werde angegriffen. Nein. Nein. Das blöde Linienschiff, wie schnell fertig ist denn? Jetzt, Alter. Ich brauche jetzt noch ein scheiß Linienschiff von Ritz. Verpisst euch, Mann. Ich glaube, ich jetzt 5 Linienschiffe oder so. Neue Propaganda-Artikel freigeschaltet. So, oh, wow. Die Zeitung ist mal nicht komplett scheiße. Lassen Sie Ihre Kisten bitte nicht unbewacht, Sir. Die Waffenruhe wurde beendet. Wow.
Warum keine Waffenruhe? In der neuen Welt wird's wieder eklig. Warum? Weil die Waffenruhe zu Ende ist. Ich mach plus 6000, what the fuck? Hast du Propaganda? Ja, Propaganda. Verdammter Propagandist. Meine Einwohner haben mir wieder ein Geschenk gemacht. Eine beschädigte Statue fürs Museum hier. Billigen. Arbeitskräfte. Stellen sich nicht von alleine. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Yay, jetzt habe ich wenigstens gleich mal eine Trinkmine. Wenn ich genügend Ziegel auf der Insel hätte. Lala. Ach, da hat sich jemand auf meiner Insel breit gemacht, oder was? Was? Nee, warte. Oh, bin ich selber. Oh mein Gott. Dieses Spider-Meme-Meme. Der Vulkan. 60% Wahrscheinlichkeit, dass es kommt. Ach, das war. Und endlich steigt man wieder. Ist wieder ein Piratenschiff an meiner Küste kaputt gegangen und hat 17 Tonnen Goldbarren fallen lassen. Was haben die denn eigentlich immer da mit bei? Keine Ahnung. Müssen die überhaupt Zeug plündern, wenn die so reich sind? Das ist eine verdammt gute Frage. Naja, solange ich nichts machen kann, mache ich die Stadt hübscher. Weißt du, ich hätte schon lange Kaffee machen können, einfach vergessen, die Kaffeedings zu bauen. Autsch. Yep. Ein Blumenbeet. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Gut, dann läuft es auch der Kaffee an. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ja, um den muss ich mich auch mal kümmern. Aber immerhin ist das Kaffeelager noch nicht freigelaufen. Noch nicht vollgelaufen, meine ich. Nein! Das habe ich auf Veröffentlichen gedrückt. Okay, bereinigt habe ich noch ein Plus von plus 522. What? Naja, geht auch noch. Ja, steigt gerade auch noch mal ein bisschen. Entschuldigung, was ist das für ein behinderter Typ? Da steht einer vor meiner Statue und winkt die ganze Zeit die Statue an. So, kann man eigentlich eine auch Universität bitte. In den Spielraum? Ich glaube, eine Anstalt kannst du sogar irgendwann bauen. Boah, cool, dann kommen die alle da rein.
Minenschiffe sind echt langsam. Uni gebaut. Alter, explodiert meine Handwerkerzahl. Und mein Plus. Tor aus Flammen. Ja, was ist damit? Weiß ich auch noch nicht. Ja, irgendwie springt mein Schiff jetzt durch ein Flammentor durch und die halten es für eine super Idee, sich durch die Flammen zu schützen, indem sie sich ins Segeltuch einhüllen, aber okay. Ja, wenn es nass ist, das Segeltuch, dann ist es super gut. Nee, es sind so ziemlich alle verreckt. Oh, okay. Dankeschön, ich hab dir vertraut, Kapitän. Oh je, wenn jetzt noch eine Quest bei dem Ding kommt, dann sind die tot. Ja, sowas bei mir auch, aber zum Glück kam keine. Danach war nämlich Ende. Also wenn danach nochmal, keine Quest mehr kommt. Ich hab die weitergeschickt und dann ist es quasi wie eine neue Quest, nur dass er sagt, ah, ihr seid jetzt da. Okay, oh, ich hoffe. Das dauert nochmal. Kann ich echt nur hoffen, dass es nicht böse endet. Weil wir haben gute Leute an Bord. Ach. So, ich baue jetzt meine Hauptinsel alles auf Steinstraßen aus. Ah, ich hab. Es so dumm, wenn du nicht genügend Ziegel hast. Schnapsbrennerei. Also explodiert. Nur zwei Lehmgruben, es reicht einfach nicht. Ich muss dauernd das Zeug rüberholen, brauche es aber bei der anderen Insel auch. Ach, ach, ja. Ein Pianist. Ich bin hier in der Stadt, Sebastian. Ja, das ist aber glaube ich kein Piano, das ist eher Geige. Geige. Oder? Ja, Violine. Geige, Bratsches, Violine. Ja, meine Stadt wird weiter verschönert. Ich finde es schön, dass die diese Dingenselemente auch ein bisschen Attraktivität bringen. Ja, auch wenn es nicht viel ist. Ja, aber man hat das Gefühl, man macht es nicht komplett umsonst. Chefe. Du hast deine Worte gehalten, Chefe. Regel. Bruder. Bruder. Eine Tundra auf der Brücke. Tundra auf der Brücke. Tunte. Eine Tunte. Was zum Teufel ist eine Tunte? Verzweifelt, aber. Weiß nicht, was eine Tunte ist? Was eine Tunte ist? Nein. Wer muss es googeln? Nicht so verrucht aufgewachsen. Na, Bungs. Eine Tunte ist halt so. Ein Kerl, der halt sehr weiblich ist, weißt du? Aha. Ja. Ich, weil du ja Livestreams auf die Art, sag ich mal, tue ich es mal nicht näher beschreiben. Okay. Ich habe echt keinen Plan, was es ist. Also, du hast gerade. Ja, okay. Hast du ein neues Wort gelernt? Das wundert mich schon ein bisschen, Sebastian, weil das ist ein allgemeines Wort. Okay, cool. Vor allem als Kind hast du das doch auch schon gesagt. Also sagt man es ja eigentlich schon. Tunte, salopp, auch abwertend, homosexueller mit femininem Gebaren. Ja. Okay, cool. Fuck. Ohne Scheiße. In manchen heterosexuellen als auch homosexuellen Kreisen solche Schwule bezeichnet, die durch ein affektiertes Verhalten auffallen. Oft wird dieser Ausdruck fälschlicherweise mit Transe gleichgesetzt, um ihn als Schimpfwort zu benutzen. Besonders in der Selbstbezeichnung unter Schwulen muss es jedoch nicht in dem Fall negativ gemeint sein. Das war wunderschön, Tom. Ja?
Wozu so Wikipedia-Artikel nicht noch gut sind. Alter! Was ist denn? Das ist Piraten, Alter! Tink, 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 tink. Na, jetzt haut der Arpa. Sag doch, bau doch Kanonen an jede Küste. Nee, nee. Weißt du, ich komme zwar nie den Schiff und dort ab. Ja. Drecksau. Gut, dass wir uns gerade eben noch versucht haben, das alles so diplomatisch wie, wie möglich auszudrücken und dann kommt einfach so ein Drecksau. Ja. Ja, wir hatten gewisse Differenzen, die wir natürlich nicht verbal lösen konnten. Daher musste er sterben. Seegrenze verletzen und deswegen habe ich gemeint, alles klar, wir tun es auf die altmodische Weise, ja, so ungefähr. Okay. Ich hoffe, es war so. Jetzt geiern wieder Piraten bei mir herum. Ja. Interessant. Da haben wir drei Schiffe, die nebeneinander bei mir rumfahren. Ja. Das waren gerade die Schiffe, glaube ich, sind die Schiffe. Ich glaube. Du glaubst. Ja. So, dann tun wir jetzt mal Ingenieure herstellen. Schön für mich, ich glaube nicht nur, ich denke auch. Ha. Hm. Ich kann keine Ingenieure herstellen. Also, ich habe die Universität auf die falsche Seite der Insel gebaut. Oh, Sebastian, das ist scheiße. Was hast du, Sepp? Ich habe die Uni auf die falsche Seite. Ich habe meine Handwerker in die andere Richtung quasi ausbreiten lassen. Und meine Universität steht jetzt auf der anderen Seite von der Insel. Ach, scheiße, nein. Ja, dann bauen wir halt. Nee, eine zweite, die gibt's nicht. Die ist so schweineteuer. Die kosten 400. Was, du willst deinen Leuten keine Bildung schenken, nur weil es dir zu teuer ist? So, jetzt haben wir 4 Ingenieure, das muss reichen. Ja, und nicht so? Ja, schon. Ah, Brillen. Traurig. Kupfer war das doch, Kupfer und Zink oder so ähnlich. Sebastian hat Kupfer und Zink. Sie wird diese Unterkunft begutachten. Interessant. Da bricht ihr Feuer aus, Mann. Nicht gut. Nicht хорошо, nein. So, dann Schiffe bauen. So, die Stadt zu verschönern dauert Jahrtausende. Millionen. Es dauert Millionen von Jahren. So, am Ende hier aus mit Brot. Brot nimmt hat er sich selbst gemacht. Brust nimmt damit ist er ab. Sechsmal am Tag hat er sich es selbst gemacht. Alter, was macht die? Warum müsst ihr das eigentlich immer machen? Das ist normal bei denen. Ja, aber ich darf es trotzdem hinterfragen, oder? Nein. Oh. Das würde ich dir nicht verraten, Sebastian. Deiner Gesundheit. Heißt das etwa, du bist eine Tunte? Wir müssen neue Wörter lernen. Genau. Du kannst du den Stream ja näher. Hola, hola. Tunteros, tunteros. Alter, ist das irgendeine Mission, die jemand angenommen hat? Oder wieso fahren da jetzt 3 Piratenboote durch die Gegend? Könnte sein, dass es von meiner ist, aber ich weiß es nicht. Du nimmst du einfach Missionen an? Naja, es ist eine Escort-Mission. Ja, nee, das kann nicht sein. Guck mal, die geiern zwischen meinen Inseln rum und sobald ein Schiff losfährt, fahren die sofort drauf zu. Ja, okay, ich glaube, das hat andere Gründe. Komm schon. Und jetzt schießen die. Oh, die sind da, jawohl. Oh nein, oh nein. Mein Schiff, wo nur noch 8 Moral hat. Meine Augen
glänzen vorne. Noch Expedition gescheitert. Laber. Oh, ist das Schiff jetzt kaputt gegangen oder zurückgekehrt? Da kam jetzt nur gescheitert. Ich weiß nicht, ob die hier zurückkommen wird. Expedition gescheitert ist, glaube ich, Schiff verloren. Ach, scheiße. Ich habe genau 1, 2, 3. Ich habe 5 Häuser, die nicht innerhalb eines Krankenhauses sind. Ich wette mit dir, wenn irgendwo die Pest ausbricht, dann da. Ja. Hotspot. Nicht nachfragen, nicht nachfragen. Nein, ignorieren. Ach, es ist ärgerlich, wenn Schiffe hinübergehen. Ja, und ich habe ein Problem auf einer meiner Handelsrouten. Ich könnte, glaube ich, Kartoffelroute zweite... zum Beispiel auch. Ach so, weil die Lager komplett überfüllt sind. Ja. Ich habe die Kartoffeln jetzt einigermaßen auf andere Inseln ausgelagert. Rechts? Nein, ja, weil ich mehr Platz für Weizenfelder gebraucht habe. Ah, okay. Ja, ich habe 240 Kartoffeln im Lager. Oh, scheiße. Ja, wird hier mal. Ja, die Piraten drehen auch immer einen Millimeter vor der Kanone um. Und war jetzt wirklich genau auf den ganz, Millimeter. Das ist deren Job, die wissen ganz genau, wie weit die feuern kann. Ja. Gebäude wurden zum Raub der Flammen, Alter. Verpiss dich nicht. Aber mein Herr... Ja. So. Must be much more beautiful. This present is very nice for me. So, 500 Arbeit. Ja, wieso hatte ich jetzt eine veränderte Expeditionsmusik? Weiß ich nicht. War leicht abgeändert zur normalen. Wir sprechen mit hier, Tobi. Oh mein Gott, deine Leute. Wow, kleiner Baum ist in Wirklichkeit ein Busch. Wow. Das ist die Erkenntnis des Jahrhunderts? Ja. Weißt du, dass du keine Ornamente benutzt, Sebastian? Bitte? Eine Rumbrennerei kann ich doch in der alten Welt aufbauen, oder? Nein. Nein. Achso, eine Rumbrennerei. Doch, eine Rumbrennerei. Nein. Eine Rumbrennerei? Nein, kannst du nicht, weil du brauchst schon Chaneleros. Neue Welt. Also Zuckerrohrplantage, klar, neue Welt, aber Rumbrennerei nur in der alten. Nur in der alten. Ja. Ich meine, nur in der neuen. Nur in der neuen, ja. Ja. Wir verwirren uns alle gerade gegenseitig. Genau. Okay, dann verschickt's. Ich glaube, ich den Aufstand. Die hassen sich wie mich. Rudi, so hart hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt, du weißt doch. Tobi verkraftet es nicht, wenn du so direkt bist. Ja. Meine Schiffe sind so... Du, Schiff unter Beschuss. Weißt du, am liebsten möchte ich jeden Schiff sagen. Ihr Dinosaurier! Ach komm, ja. Du Dinosaurier. Danke, Michi. Ah, cool, dafür braucht man ein Ei. Genau. 200 Gramm Mehl. Und ein Pony, das bald geschlachtet werden muss. Das arme Pony. Ja, denke ich mir auch, aber... Oh shit, die wollen Da habe ich mich so gefreut, dass ich da eine Insel gefunden habe und dann ist da Sepp die Zecke einfach drauf. Er hat direkt 3 Inseln in der neuen Welt genommen, der Sack. Ich auch. Ich kein.
Diplomatie. Jetzt krieg ich keinen Kautschuk. Nicht schlecht. Rest. Ich errichte dich. Ich dreh durch. Er dreht durch. Eine Berühmtheit ist bei mir angekommen. Ja, Schlucher, sonst was. Und, sind das nicht Kinder? Ein Zimmermann im Ernst, inwiefern ist der bitte berühmt? Beeinflusst Schiffswerften, -25% Unterhaltskosten. Boah. What the fuck? Was macht mein Schiff? Ey. Guck mal, mein Schiff, der ist aus meiner Base raus, aus meinem Hafen, ein Piratenschiff verfolgt bis zur Pirateninsel von der Tussi, weißt du? Hm? Das ist wirklich ein Bug. Du, meine Expedition ist zurückgekehrt. Ich bin echt durch hier. Ja. Was bist du auf dem Atoll? Ich brauch das Atoll. Ansonsten habe ich kein Mais. Hm. Atoll? Ja, meine Stadt heißt Atoll. Wie ging das so nochmal? Was bla 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 bla? Atoll. Ja, ich hab's auch gerade überlegt, aber ich komme nicht mehr drauf, wie es geht. Was? Ui, toll. Nee, es gibt so einen Song. Das war ein Lied von einem Kollegen. Okay, falsch. Da hat er so einen witzigen, ziemlich witzigen Reim. Wortspiel als. Also der reimt das Wort Atoll im Ausruf Atoll. Verstehst du? Beispiel, du hast eine Prüfung bestanden. Atoll. Aber okay. Was kennt er nicht? Der hat noch nie eine Prüfung. Das bezweifle ich auch. Erstmal ohne Scheiß. Ich habe schon so viele Schiffe von der Piratin kaputt gemacht. So, wo hört sie die ganzen Schiffe, weißt du? Ja. Ich habe einen Bug gefunden, wie du deine Schiffe überladen kannst. Also statt 50 geht's auf 51. Echt? Wow, und wie geht das? Das versuche ich gerade nochmal herauszufinden. Okay, hat nur bei Glas geklappt. Also meine Lager sind komplett voll bei der Expedition. Also beim Ausrüsten der Expedition und ich habe so lange auf Rechtsklick geklickt, weil ich die Dinger weghaben wollte. Bis es einfach plötzlich auf 51 gestiegen ist. Da wurde dann halt nicht glasklar programmiert. Juhu, ich habe ein Fest in meiner Hauptstadt. Ach komm, ich versuch's mal. Gemütlichkeit. Und wenn du... Ernsthaft? Wenn du stets gemütlich bist und immer etwas appetitlich bist und immer auf die Fresse kriegst. Das ist das harte Rastatter Pflaster, nehme ich jetzt mal an. Ja. So. Ich kotz gleich. Ich habe von dir noch nie was anderes heute gehört, außer ich kotz gleich, was ist für eine Scheiße, alles behindert hier. Ja. Wegen diesem blöden Ziegel. Was? Ein Ziegel, der hat nur zwei Lehmvorkommen. Ah. So. Ja, was mit der anderen, Insel, wo du auch Arbeiter hast? Da brauche ich den Lehm leider schon dort, also. Ich könnte auch andere Inseln besiedeln, aber dann brauche ich da erst Arbeiter quasi. Arbeit. Das ist ein bisschen Arbeit. Wer kennt's nicht? Kleingeld! Ein bisschen Kleingeld. Oh, wie viel kostet eine Brillenfabrik? Ach, du dicke Neun. Genau das wollte ich sagen. Na, schon eklig teuer. So, zweite Nähmaschinenfabrik. Echt? Wozu eine zweite? Ja.
Arbeiter hast du? Also Handwerker habe ich mehr als genug. Wie viele Einwohner habt ihr überhaupt? 8.850. 8.470. Ich hab 6.500 auf der Hauptinsel, oder? Nee, Inselbevölkerung. Nee, doch, das ist nur die Hauptinsel. Ich hab 8.3. Licke. Das habe ich so trotzdem... Ingenieur. Aber was kostet denn so eine... Also du brauchst Strom für den anderen Quatsch, ne? Was? Man braucht Strom? Ja. Nee, Strom ist optional. Noch? Nee, in späteren Stufen nicht mehr. Ja, das denke ich mir, aber bis dato irgendwann wollen ist wir optional. Irgendwann auch deine Stadt, also die Stadt selber wieder an Strom. Das wird lustig. Okay. Ja. Da darfst du nämlich Kraftwerke mitten in die Stadt bauen. Und die müssen per Bahn angeschlossen werden. Ouch. Okay, interessant. Na gut, schneißen kann ich reinhauen in die Stadt. Die Menschen werden nicht glücklich sein, aber hat mich das je gekümmert? Jo mei, so ist das Leben halt. Ja. Also Messing hat 1 Minute 30. 3 Messinghütten, wenn ich das richtig gerade rechne. Warte mal, 3 Stück. Ja, nein, nicht. Um eine Brillenfabrik vollständig auszulasten. Brauchst du 3 Messinghütten? Nein, brauchst du keine 3 Messingfabriken. Ich habe Quatsch gerechnet. Aber man braucht 2, um die Minen auszulasten. Ja. Ach, shit. Ja gut, dann haben das, würde ich sagen, haben halt die Minen ein bisschen Puffer. Ist das Ende der Welt? Dann haben Sebastian die Minen Puff. Ein bisschen Puff, ist doch egal. Bitte? Puff, Puff. Der Puff meins. Ich verstehe gerade kein Wort. Na, Sebastian. Egal. Nein! Pest! Habe ich's nicht gesagt? Ja, haben wir es dir nicht alle gesagt? Du hast gesagt, nee, da passiert schon nichts. Haben wir es nicht alle gesagt? Are you not entertained? No. So, was für ein seltenes Artefakt wird hier präsentiert? Von RTL? RTL. Ein Silberschild. Das seltene Artefakt, RTL bietet Qualitätsjournalismus. Geil. Passiert gedacht, einmal alle 200.000 Jahre. Ja. Ich glaube, das ist nur Scan. Mir verwundert, dass es den Rotzladen überhaupt noch gibt. Ja gut, ja, schon. Guck mal, kaum fährt hier ein Linienschiff von mir rum, schon hauen die Piraten wieder alle ab. Kleine Huren. Als kleine Schweinchen. Also muss sie ein Linienschiff einfach mittendrin stehen lassen und dann kommen die nicht mehr. Angst. Euch gleich durch. Jetzt fährt ihr da hinten, klaut mal ein paar Kanonen, Alter, was wusstet euch? Ja, Expedition erledigt. Jo, einen epischen Gegenstand bekommen. Neue Befehle, Admiral. Für Dampfschiffe. Guck, da ist es zum Beispiel Frachtverlangsamung minus 100%. Also mein Schiff wird nicht langsamer durch Fracht. Ah. Nice. Und noch ein Linienschiff. Schiffswerkzeugwagen. Selbstreparatur auf Schiffen plus 800%. Na krass. Das ist gut, ja. Und eine TNT-Bombe. Nice. Das klingt brutal. Irgendwie könnt ihr mir ruhig mehr abnehmen da beim Handel. Ah, ich muss mal gucken, ob ich mein Konto erzeugt kann. Ich hab's völlig vergessen. La 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 la.
Ja, spätestens jetzt darf ich wahrscheinlich eh hier nochmal alles nochmal neu eine Stufe größer machen. Nein? Ich will sauber. Hab ich so einen Überschuss? Oh, zweite Expedition ist zurück. Geht's aber los hier. Cross. Ja, aber das war so ein Billo-Zeug. Dann gucken wir doch mal, was für Expeditionen verfügbar sind. Wie viele Schiffe bei mir jetzt rumstehen. Ich muss sie wieder losschicken. Zoologische Expedition, komm. Alter Furz, du hast schon wieder ins Mikro reingefurzt, oder was? Ich hab kein Mikro. Oder hast du auf deinen Laptop gefurzt, oder was? Nein. So angehört, als hättest du dich quasi draufgesetzt und einen losgelassen. Aber ich hab einen fallen gelassen, aber nicht auf den Laptop, Alter. Weil du so lachen musst, habe ich gerade ein ganzes Gebäude gelöscht statt der Straße. Mann, ey. Was bringt ein Piratenjagd? Schätze. Piratenschätze. Oh, ich muss gerade die gesamte Innenstadt umbauen. Das Problem habe ich nicht. Ja, ich will das Museum halt mal schön. Ich will das Museum halt mal schön haben. Gut an den ganzen Expeditionen, die mir die Items gebracht haben, sind, du kannst deine Schiffe mit den Items auf schwere Expeditionen losschicken. Was sehr angenehm macht. Das ist gut, ja. Weil gute Items besetzen halt gleich zwei Problemzonen, die dir halt angezeigt werden. Ja. Papagei. Dann wollen wir mal hoffen, dass es klappt. Kampfkraft wahrscheinlich. Und Jagdglück möglicherweise. Ich hab's jetzt endlich mal gehört mit dem Mama. Dürfen wir jetzt da blau spielen gehen? Echt jetzt? Ja. Das ist echt noch nicht gehört. Auch schon ewig immer gehört, ja. Ich spiel halt immer rausgezoomt. Da dran zoomen, damit du die Leute hörst. Natürlich, denkst du? Naja, wenn du. Ja. Ja. Wenn du. Kann nicht reden und spielen gleichzeitig. Ja. Wer kann das schon? Ich, ja. Aber da kommt meistens so Bullshit dabei raus. Ja, merkst du was? The Brain auf Kagelaber halt. Naja. Ich muss halt gerade mein Museum hier ausbauen. Ja. Sehr viele Menschen haben dafür ihr Zuhause verloren. Deswegen will ich es auch nicht machen. Musstest deine Mission dafür miau. Miau. Achso, der Film, gell, wo die, glaube ich, 20 Mal miau sagen mussten. Kennst du es? Ich weiß aber nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie Highway. Nee, wie hießen die? Er war's mit Highway, ja. Patrol oder so. Patrol, ja, so ein Scheiß, ja. Alter, wie man die richtig zerbersten hier. Alter, richtig. Moral, ist richtig so gut, Mann. Das gefällt mir, Alter. Neue Befehle. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Ich bin kein Royalist. Weißt, Piraten kommen? Meinen beiden Linienschiffen dachten, können sie platt machen, schießen zweimal, Schiff kaputt, alle und ab. Nein. Nice. Säcke, Alter. Jetzt muss ich schon hier was machen. Ja. Ich hatte so schön geprickelt auf meine Wochenarbeit. Okay, schön zu wissen. Ja. Also, was ist schon unten? Ich habe aufgegeben, was das angeht. Apropos aufgeben, ich bin dafür, dass wir es langsam einen Schlussstrich für heute Abend ziehen. Ja, ich will eine Sache noch machen danach. Ja, ja. Speichern. Admiral auf der Brücke, endlich mal, welches Modell? Admiral auf der Brücke. Admiral in der Lücke. Ja, nicht schlecht, ey.
Einsatzbereit. Schiff vom Stapel gelaufen. Und der Admiral mit der Krücke. Der ist auch gut. Admiral auf dem Rücken. Admiral muss man schmücken. Ja. Oder was Schuligan sagen. Admiral, den ich verzücke. Der Admiral muss sich bücken. Das geht natürlich auch. Jawohl, mein Schiff ist endlich da, Gott sei Dank. Der Admiral mit guten Kleidungsstücken. Was soll ich jetzt sagen? Admiral mit der Perücke. Oder so. Oh, ich hab den Stadtstatus, Hauptstadt endlich. Raufbold? Raufbold? Michi, du Raufbold. Du hast den Status Raufbold. Hauptstadt. Shit-Alarm, shit. Mir fehlt nur noch 11 Attraktivität, dann bin ich auf dem nächsten Level. Scheiße, ich kann den Fischölzeug, muss ich jetzt auf eine andere Inselseite machen, weil ansonsten werden die Leute ja krank. Ja, jetzt können wir aufhören. Ja, eine Sekunde, ich brauche es auch noch kurz. Ich muss kurz die Bananenrepublik hier ausbauen. Es ist zumindest erstmal ausreichend. Also ganz ehrlich, ich nehme die ganze Mission nicht mehr an, Alter. Was ist Mission, wo 6000 bringen, so? Scheiß drauf. Ja, Alter. Ich habe auch schon ewig nicht mehr geguckt. Braucht kein Mensch mehr. Hier ist was, Piratenjagen. Macht ja Spaß. Dort wäre mein Museum, der es mitten in die Stadt reingehauen ist, dann gucken wir. Ja, vor allem, ja, ich wollte gerade sagen, ist bei dir schwierig, das zu vergrößern, aber du musst halt Häuser abreißen. Ja. Ja, aber die Bauernhäuser da, pff. Ja, aber ich glaube, ich mache es auch nicht mehr größer jetzt. Ja. Hey, der Zeitungstyp hat irgendwas gesagt, also nö. Auch nicht. Ich bin bereit. Ich bin auch gerade bereit geworden. Ja. Frag mich zwar, warum meine Leute wieder angepisst sind, aber. Dann habe ich jetzt hiermit gespeichert. Sehr gut. Da wäre ich. Okay. Und dann kann man jetzt an dieser Stelle beenden. Und bevor ihr wieder alle abhaut, können wir erstmal den Stream verabschieden. Okay. Gut. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war sehr unterhaltsam für euch und hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Tschüss. Ja.